Ich habe einen Traum, in dem Filme wieder als Kunst und nicht als Massenware angesehen werden. Ich habe einen Traum, in dem Horrorfilme mich wieder gruseln und Komödien zum Lachen bringen. Ich habe einen Traum, in dem die großen Studios nicht nur das schnelle Geld im Sinn haben und Remakes am Fließband produzieren. Ich habe einen Traum, in dem Kino nicht nur unterhält, sondern auch aufklärt, aufwühlt, erschüttert und vor allem meinen Horizont erweitert. Herzlich willkommen bei Ungeschnitten, dem, und ich meine wirklich, dem Film- und Serienpodcast auf Spotify, iTunes und was es nicht sonst noch für Streaming-Möglichkeiten gibt. Vor mir sitzt der Schulz. Wie geht's dir? Mir geht es wie immer hervorragend. Wie geht es denn dir? Diesmal habe ich zugehört, mir geht's gut. Herrlich. Ja, wir haben heute sehr viel Wasser, unendliches Leben, eine Prise Magie, literweise Blut und ein wenig Zeitgeschichte. Das klingt doch unfassbar interessant, finde ich. Auf jeden Fall abwechslungsreich mal wieder. Definitiv. Bevor wir hier lang blöde quasseln, willst du anfangen? Ich? Na gut, dann fange ich an. Wenn du mich schon dazu zwingst, fange ich an. Fange ich doch gleich mal mit was Seichtem an. Und zwar habe ich mir angeguckt, VFW. Das ist, ja, wo kann man das einordnen? Ich würde es jetzt nicht richtig Horror nennen, aber es hat schon so sein Splatter-Genre so ein bisschen. Ist ab 18 freigegeben, 92 Jahre, 92 Jahre, 92 Minuten. 92 Jahre, langer Film. 92 Minuten. Mitspielen tun unter anderem Steven Lang, den dürftest du ja kennen, aus Avatar zum Beispiel. Und bei Don't Breathe hat er den blinden Alten gespielt. Und William Sadler dürfte dir eigentlich auch was sagen, vielleicht jetzt nicht gleich so sofort, aber der spielt so viele Nebenrollen, gerade in Stephen King-Filmen, so die Verurteilten oder Der Nebel und The Green Mile. Ich glaube, ich weiß, wen du meinst da. Der spielt auch mit, auch schon in die Jahre gekommen mittlerweile. Kannst ja, aber ihr kennt es auf jeden Fall, wenn ihr die Sicht siehst dazu. Die Handlung ist eigentlich ganz einfach. Also, die Veterans of Foreign Wars, ne? Schwelgen in Freds Kneipe mit viel Alkohol in Kriegserinnerungen. Da stürmt plötzlich die junge Lizard herein. Sie hat ein 5-Päckchen Hype geklaut. Das ist eine neue Droge, die im Umlauf ist gerade. Und eine Horde vollgedröhnter und bis an die Zähne bewaffneter Junkies steht schon vor der Tür der Kneipe. Jetzt heißt es, eine Riesengruppe wild gewordener Junkies gegen Veteranen in Rente und dem Kampf ums Überleben. Hört sich schon so richtig trashig an, Das irgendwie. ist auf jeden Fall eine sehr, sehr explosive Mischung und Handlung. Tja, der Film, wie soll ich sagen, hört sich trashig an, ist trashig irgendwo, aber er ist cool. Ja, er ist für das, was er sein soll, ist er mega gut gemacht. Gerade weil der Film selber weiß, was er sein will, ne? Und das macht ihn halt so interessant. Also, du steigst halt ein in den Film, siehst die Veteranen, die sich da mal in einer Kneipe treffen. Einem von den Veteranen, Fred, wie gesagt, von Steven Lang gespielt, gehört diese Kneipe und dann schwelgen sie halt in Erinnerung, wie schon gesagt. Und labern und hier und da. Und auf der anderen Seite der Straße sozusagen siehst du so einen übelsten Club. Und die Anfangsprämisse ist halt, dass dann ein Mädchen ist, total zugecrackt und da reißt auch die Haut im Gesicht von den Drogen und so, anscheinend offensichtlich. Und die gehen so weit, dass wenn der Typ sogar das Ding über den Balkon wirft, dann springt die halt hinterher, ne? So halt. Und die springt hinterher, knallt runter, psch, klatscht erstmal auf den Boden. Und ist sozusagen Matsch. Das war dann die beste Freundin von Lizard, die da reingestürmt ist. Und Lizard würde es natürlich versuchen, sozusagen zu verhindern, dass mehr diese Drogen nehmen und klaut halt fünf Riesenpäckchen, die für die wichtig sind, weil die damit halt Geld machen ohne Ende, ne? Und stirbt halt, wie gesagt, in diese Kneipe rein. Und es ist, naja, wie soll ich sagen, die Dialoge sind halt teilweise natürlich für von Eimer. Ja, also da kann man nichts weiter sagen. Aber da sind auch schöne One-Liner drin, ne? Und du wirst gleich merken, dass dieser ganze 80er-Effekt eingefangen wurde. Und zwar verdammt gut halt, ne? Ist das so ernster 80er-Style oder so ein bisschen Na, auf die eigene Schippe? es ist schon so ein bisschen, naja, es heißt auf die eigene Schippe. Wie soll ich das erklären?
Ich denke nicht, dass der Tiruch ernst gemeint ist. Der hat zwar so seine Momente natürlich, die auch ernst sind, sage ich mal. Aber ich glaube, er spielt so mehr mit diesem ganzen 80er-Style. Ne? Da ist, die Mucke ist so Synthesizer-mäßig. Ne? Das Bild ist körnig, wie Sau. Also du schiebst den Film rein und denkst wirklich, du hast da einen 80er-Film vor dir. Und dann halt die Splatter-Effekte. Ne? Also die bauen sich da irgendwelche Waffen zusammen aus dem, was sie in der Kneipe so haben. So. Und was weiß ich, brechen Billardköhle ab. Binden das um ein Fass von so einem Bierfass, binden das da rum und hängen das oben auf, damit es dann halt, wenn sie rinkommt, weißt du so. Also so kleine Fallen und hier und da, was man halt eigentlich so auch so ein bisschen kennt, diese Fallen bauen halt, ne? Aus 80er-Filmen. Und das macht halt verdammt Spaß zuzugucken halt, ne? Also ich habe zwischendurch mich natürlich mal ertappt, ich dachte so, komisch so, aber es wurde gleich die nächste Minute wieder weggeschwemmt, weil dann wieder was verdammt Cooles kam halt einfach, ne? Auch die FSK, die muss halt einen guten Tag gehabt haben, weil da werden Schädel zerlatscht, zertrümmert, da werden Äxte in Köpfe gehauen, Gliedmaßen abgehackt, verbrannt und was weiß ich nicht alles. Also da geht es richtig rund. Und das hätte vor 10 Jahren, wäre sowas auf jeden Fall nicht mit einer FSK 18 rausgekommen. Und ja, mehr gibt es da eigentlich fast schon nichts zu sagen zu dem Film. Der ist halt sehr kurzweilig und meiner Freundin hat er sogar relativ gut gefallen. Jetzt, wahrscheinlich bin ich ein bisschen mehr gehypt, weil ich halt einfach so ein Kind bin der 80er, ne, und ich halt einfach liebe diesen ganzen Trash-Faktor in alten Horrorfilmen ja auch. Ich denke aber, dass du damit definitiv auch was anfangen könntest, auch wenn du natürlich vielleicht nicht so wie ich die alten Horrorfilme so krass guckst, aber so gerade diese alten 80er sind ja so auch so dein Ding. Und ich denke, du kannst da auf jeden Fall was mit anfangen. Also, da bin ich mir dann ziemlich sicher. Weil, wie gesagt, der Film sich einfach selber nicht zu ernst nimmt. Er weiß genau, was er ist. Zu keinem Zeitpunkt denkst du, das war unabsichtlich gewesen oder sowas. Und das macht den Film schon sehr unterhaltsam und der hat auch gute Kritiken bekommen. So richtig gute Kritiken. Was jetzt natürlich vielleicht ein bisschen übertrieben ist, muss ich sagen. Also er ist jetzt kein Meisterwerk oder sowas, aber für so einen schönen Abend mit einem Bierchen so und ein paar Chips geht der voll klar, der Film. Es hört sich für mich so ein bisschen an, wie The Hunt, den ich ja auch letztens erst gesehen hatte. Vor 3 Folgen oder so hatten wir den ja irgendwie mal besprochen. Halt dieses, ja, ein bisschen Humor mit eingestreut. Und halt, ja, viel Gewalt. So. Und du warst halt Typen als Charakter halt da in den Filmen drinne, Das ist so. halt ein gutes Stichwort, weil das sind auf jeden Fall Typen, ne? Diese alten Veteranen da, der Steven Lang ist natürlich eine übelst coole Socke, finde ich. Irgendwie hat der was an sich. Weil der ist jetzt, glaube ich, 69, wenn ich mich nicht täusche. Und du guckst ihn halt sau gerne zu und du bist auch überzeugt davon, dass der das da macht, halt, wenn er da macht, so, weißt du? Und mit Schrotflinten da auf den losgeht, ja, immer eine coole Socke. Da spielen auch noch zwei andere mit, die ich von Gesicht her auch kenne. Und die auch so ein bisschen in dieses Quartett da gehören, diese Vierergruppe. Aber da sind mir jetzt die Namen entfallen, muss ich ehrlich sagen. Und dann gibt es noch zwei Nebencharaktere, die mir vom Gesicht her auch was sagen. Das sind immer so Nebenschauspieler auch aus der 80er gewesen und sowas. Es gibt viele bekannte Gesichter und es sind halt schon ein paar Marken, die da sind auf jeden Fall, die sich da nicht unterkriegen lassen. Und es ist halt übelst witzig zu sehen, wie dann halt so eine alten Säcke da die ganzen Junkies da fertig machen. Und richtig cool ist, finde ich, was dann halt diesen Horror so ein bisschen reinbringt. Die Junkies werden halt wirklich original 1:1 dargestellt wie Zombies halt, ne? Die ja auf den Schuppen losrennen und durch Zäune greifen und bar, wie wild gewordene Irre, weißt du so, und ohne Gehirn und Verstand so. Kann man ja noch so ein bisschen Kritik dann generell an diesem ganzen Drogengedöns sehen halt, ne? Denke ich schon, kann man machen, obwohl der Schluss, ja, das werde ich jetzt mal nicht spoilern, weil er doch relativ neu ist, der Film, also richtig neu. Aber das Ende hebt es so ein bisschen wieder auf. Also da habe ich gedacht, so, na gut, komm, dann ist irgendwie der moralische Punkt irgendwie weg gewesen. Aber ja, im Großen und Ganzen bis dato kann man das schon so sehen, auf jeden Fall. Also gar keine Frage. Nee, also ich kann den jedem empfehlen, der diesen 80er-Charme haben will, weil den wird er auf jeden Fall damit kriegen. Und auf diese Synthesizer-Mucke steht halt das Ganze generell, diese 80er-Atmosphäre, der auf Splatter, auf Blut steht, der sich nicht davon einschüchtern lässt, dass ein Film vielleicht, sage ich mal, ja, wie soll ich sagen, dass es halt kein Over-the-Top-Film ist. Ne? Also der ist halt nicht, sage ich mal, handwerklich mega krass gemacht. Ich meine, du hast da auch schon ein, zwei Szenen gesehen, die jetzt, wo jetzt ein Arm geschlagen wird und es sah aus wie ein Gummiarm oder irgendwie so. Aber man muss
dem Film zugutehalten, das ist alles handgemacht. Ne? Also es ist kein CGI-Effekt drin, nicht ein einziger meiner Meinung nach. Und wie gesagt, vor allem er weiß, was er ist. Der Film weiß es zu jeder Sekunde und du hast nicht zu einer Sekunde das Gefühl, es ist unfreiwillig komisch gemeint. Da kommen auch ein paar schöne, knackige One-Liner drin vor, die tatsächlich auch funktionieren, weil ich ja schon lange vermisst habe mal, dass sowas mal geht. Das Einzige, was mich geärgert hat, ist jetzt mal mehr so eine persönliche Sache. Ich habe mir das Mediabook geholt davon, weil mir das ein Kollege empfohlen hat, der Film, weil er meinte gleich so, ja, 80er, die sind das richtig fies und alt und bla bla und so. Und da habe ich mir das auch gleich geholt. Und da ist halt die 4K-Version drin. Und die ist natürlich total überflüssig. Also die ist, wenn Wegen das, dem grobkörnigen genau, Bild, also genau, ja. völlig überflüssig, völlig daneben. Also das hätten sie sich einfach sparen können. Wusste ich vorher nicht, dass es so, ich denke mal, das ist das Stilmittel des Films. Na klar, ja. Ich habe das nicht gelesen, das ist ja meine persönliche Einschätzung, dass es das Stilmittel des Films ist. Und da hätten sich die 4K-Version einfach sparen können. Das ist halt totaler Blödsinn halt, ne? Aber das ist ja mehr, wie gesagt, so eine persönliche Ebene. Also auf Blu-ray reicht da, ne? Wenn sich jemand kaufen will. Wie gesagt, ich kann den nur den Leuten ans Herz legen, die mal wieder so ein richtig schönes, altes, knackiges 80er-Ding sehen, weil der ist wie aus der 80er importiert worden, sozusagen, ne? Also ich fand ihn extrem cool. Ja, das sieht gut an. Also werde ich mir bestimmt auch mal geben. Wo gibt's den? Gibt's den irgendwo oder muss man den Nee, sich also ich kaufen? glaube, also vielleicht gibt es den wieder bei Amazon zum Kaufen, zum Leihen gibt es ihn nicht. Das habe ich nachgeguckt, aber ich habe es auch nicht gesehen. Ich denke mal, dass es den wieder zum Kaufen gibt. Ne? Den Preis habe ich jetzt nicht im Kopf, aber der kommt jetzt auch als, oder ist schon rausgekommen als normale Amari-Hülle hier, als Plastikhülle oder so. Also ich denke mal, also ich 13,99 und dann. Oder man muss halt warten. Aber so im Großen und Ganzen sollte der schon, finde ich, in keiner Sammlung fehlen. Wenn jetzt, gibt ja immer so Leute, die so eine Sparte sammeln auch, ne? So gerade so ein bisschen Splatter, Horror, 80er, dann dürfte der auf jeden Fall nicht fehlen, weil das eine schöne Hommage auch daran ist, ne? So ein bisschen. Ja, hört sich gut an. Also Ja. werde ich mir dann bestimmt auch mal geben. Auf jeden Fall, also kann ich dir, wie gesagt, nur empfehlen, nicht wegen dem Splatter-Gehalt, sondern ja, weil du ja dann doch so ein Typ bist, der dann auch dieses 80er-Ding halt mag. Und ich glaube, da wirst du schon schnell merken, dass er darauf angelehnt ist, auf jeden Fall. Ja, ich meine, damit sind wir ja beide groß geworden. So, ne? Das war ja unsere Generation sozusagen. Ja. So. Also, ja, bin ich auf jeden Fall bei dir. Guti, dann kommen wir von Krieg in einer Kneipe zum Krieg auf hoher See. Denn ich habe den neuesten Film von Tom Hanks gesehen. Greyhound heißt Ja. er. Den gibt es leider nur auf Apple TV. Wenn man Apple TV nicht hat, Ist holt's blöd. euch nicht. Nicht für den Film. Warum, erkläre ich gleich, auf jeden Fall. Ja, und Tom Hanks halt in der Hauptrolle. Und der spielt Ernest Krause. Krause, nehme ich mal an. Krause wahrscheinlich nicht. Und der ist ein Kapitän und darf das erste Mal im Zweiten Weltkrieg halt einen Zerstörer, also sprich so ein großes Kriegsschiff, fahren und soll 37 Handels- und Transportschiffe über den Atlantik eskortieren. Denn diese Waren sollen halt von Amerika nach England kommen. Das Problem ist, dass in der Mitte von dieser Strecke können die Flugzeuge, die halt mit eskortieren, diese Kampfflugzeuge, die haben nicht genug Treibstoff. Sprich, die sind dann 5 Tage auf sich allein gestellt. Nur die Schiffe halt auf hoher See. Und dann kommen halt die deutschen U-Boote und wollen die alle versenken. So, ne? Und darum geht es halt, um diese 5 Tage, wo halt diese Flugzeuge nicht da sind. Und Tom Hanks muss halt dann alleine irgendwie ja, dafür sorgen, dass so wenig Schiffe, so dumm sie es anhört, aber so wenig Schiffe halt abgeschossen werden und er halt selber auch nicht untergeht. So, das ist halt die Handlung. Das Problem an dem Film ist einfach, dass Tom Hanks, und der ist für mich eigentlich der Inbegriff von Identifikationsfigur in jedem Film. So, ne? Der ist, das ist der. Der ist Mensch, so, weißt du? Absolut. Und das Problem hier ist einfach, dass der aber keine Backstory hat, gar nichts, Alter. Also der Typ hat einfach, der spielt halt, aber der ist nicht greifbar, der Mensch, so, ne? Das Einzige, was man von ihm weiß, ist, dass er halt streng gläubig ist, weil er halt auch in dem Film betet und ständig halt so irgendwelche Psalme so von sich gibt. Und dass er halt zu Hause eine Frau hat, die auf ihn wartet. Das ist das Einzige. Und die sieht man in dem Film 2 Minuten. So, das ist das Einzige, was man halt wirklich von ihm weiß. Ansonsten kriegt man in 90 Minuten, die der Film geht, was ziemlich kurz ist, und mit Abspann 90 Minuten, Das ist schon krass, ja. Ja, gerade für so einen
Für so, so, so ein Kriegsdrama halt. Ja, ja, genau. Das Einzige, was er halt die ganze Zeit macht, ist, er rennt immer ans Telefon, oben halt an seinem Deck da, an Steuerdingsbums, da ist halt so ein Telefon und kommuniziert halt mit den anderen Schiffen. So, das ist alles, was er tut. Ha. Und dann wirst du halt ständig voll geballert mit irgendwelchen Marinebegriffen, Steuerbord hier, Backbord rechts und bla 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 und schützt die Flanke und hast nicht gesehen. Und dann geht er halt ab und zu mal raus und guckt halt draußen aufs Meer. So, das ist alles, was er tut. So. Ab und zu hat er natürlich noch kurze Gespräche mit seinen, ich sag mal, Untergebenen oder so. Oder mit, da gibt's noch so einen schwarzen Schiffskoch, der auch ab und zu mal da auftaucht. Aber das ist halt nichts, was so menschlich greifbar ist. Es ist halt alles, geht alles nur darum, wie kriegen wir dieses Schiff da irgendwie von A nach B. So, ah. Und retten halt die anderen Schiffe so. Ja, und dann siehst du halt, wie das Schiff halt manövriert, von links nach rechts, von oben nach unten und blablabla und tralala, aufgrund der Anweisungen, die er halt gibt, aber du kannst ja als normal Sterblicher, wenn du nicht gerade bei der Marine warst, weißt du ja gar nicht, was genau er da meint, so, ne? Also, er quatscht halt was und dann bewegt sich das Schiff halt und weicht halt irgendwie aus oder so. Also, das ist für Otto Normalverbraucher einfach nicht greifbar gemacht, so. Null ist gar nicht. Also, ich kann mir schon vorstellen, dass ein Typ oder halt auch eine Frau, die halt bei der Marine ist oder war, wenn die den Film gucken, dass es bestimmt interessant ist, so, ne? Mhm. Aber für mich, der davon eigentlich nicht so wirklich Ahnung hat, ich höre da zwar zu so und nehme das in mich auf, aber ich kann halt damit nichts groß anfangen. Das ist halt alles so, weiß ich nicht, als ob ich eine Arztserie gucke und die labern die ganze Zeit von irgendwelchen lateinischen Quark halt, ja, so, ne? Also ganz, ganz merkwürdig. Und ich finde das halt mega schade, weil, wie du ja weißt, ich bin gerade auf so einem Tom Hanks-Trip und kaufe mir halt ständig jetzt die Filme alle nach. Und das ist halt wirklich ein schwacher Film von ihm, Alter. Ich hatte bei Facebook tatsächlich auch nicht mehr gelesen als. Ist okay, halt, ne? Ja, also, ja. Nie irgendwie mal lesen, überragendes Ding oder sowas. Was halt wirklich schade ist, weil er hatte ja zwischendurch schon mal so die Filme, die nicht so funktioniert haben, ne? Halt. Mhm. Und das ist ja in den letzten Jahren noch öfter vorgekommen, sag ich mal, ne? Irgendwelche speziellen Sachen, so The Circle soll ja auch ziemlich schwach sein und sowas, den ich selber noch nicht gesehen habe, aber er hat halt wirklich keine guten Kritiken und wird halt nicht als beworben als mega krasser Tom Hanks Film. Und das ist halt schade, wenn man jetzt natürlich irgendwie die Angst hat, dass er jetzt so weitermacht halt, ne? So, also dass er sterben singt sozusagen, weil er sich doch ziemlich lange gehalten hat, sag ich mal, ne? Wie gesagt, ich hatte bei Facebook auch nichts weiter gelesen als, ja, ist okay oder war schwach oder keine Ahnung. Also wahrscheinlich, weil die auch dieselben Probleme hatten wie du zum Beispiel mit dem Film, ne, sozusagen. Mhm. Ich meine, der scheint ja auch nicht, wenn du mir jetzt so sagst, nicht besonders spannend inszeniert zu sein, ne? Also, weil. Also, der Film hat so zwei, drei Momente, gerade am Ende hin, wo dann. Ist er in der Natur der Sache, kommen dann natürlich ganz viele U-Boote und wollen die da wegknallen, so, ne? Und Tom Hanks ist natürlich dann derjenige, der genau weiß, wie dieses Schiff gesteuert werden muss, damit die halt nicht getroffen werden. Ah. So. Und dann ist es immer haarscharf und so, und der Torpedo kratzt dann nur am Bug und bla bla bla, solche Sachen. Aber das rettet den Film halt für mich nicht so. Was ich dem Film auch ankreide, ist, dass du. Also ich bin der Meinung, Tom Hanks hat nie das Meer gesehen in dem Film, ja. Weil das alles CGI ist. Ich fand auch, dass der Trailer nicht gut aussah. So. Also das muss ich auch dazu sagen. Mich hat ja auch null interessiert, der Film. Also, Chapeau, dass du den angeguckt hast, aber bei mir ist da echt irgendwie so gleich dicht gewesen, weil mich hat er auch wirklich gar nicht vom Hocker gehauen. Wenn bei mir Trailer auch nicht funktionieren, dann ist erstmal so, ich lasse mich ja später gerne mal überraschen, so, aber hier scheint es ja dann wirklich der Tatsache zu entsprechen, dass der Trailer eher schwach war und der Film wahrscheinlich anscheinend auch. Ne? Und was ich extrem interessant finde irgendwie, also weiß ich nicht, der Film, oder der Komponist von dem Film, der mir sehr nicht notiert, der hat scheinbar zu oft irgendwie Christopher Nolan Filme geguckt oder so Dunkirk oder generell Hans Zimmer Mucke so. Ja. Die Mucke ist so drüber, Alter, das ist so übel. Gleich am Anfang geht Tom Hanks einfach nur ans Telefon und kriegt eine Durchsage, dass halt eventuell auf dem Radar ein U-Boot ist. So, ne? Die wissen halt gerade nicht, was dieser Punkt auf dem Radar, was es sein kann, da ist eventuell ein U-Boot, so, ne? Und dann legt er auf und dann kommt übelst so kommt da übelst die Musik und dann läuft er voll entspannt halt raus und guckt so aufs Meer und dann die Mucke halt so, ne? So wie bei Dunkirk, so mit einer Sirene und dann auch dieses Ticken von der Uhr und so immer dahinter halt. Ah. Also mega krass, Alter. Ich dachte, Alter, bleib doch mal auf dem Teppich so, ne? Das kannst du doch fürs Finale aufheben. Bis jetzt ist es noch nicht so, ne? Nicht so krass irgendwie. Also, ganz, ganz, ganz merkwürdig. Ja, also,
Ich habe von dem Film ehrlich gesagt auch nicht viel erwartet, aber ich dachte zumindest, dass Tom Hanks den Film noch irgendwie retten kann, so, ne? Dass zumindest, dass der Film halt noch so auf ein gewisses Level gehoben wird, aber wenn der halt auch nichts zu tun kriegt und halt auch das Drehbuch ihm auch gar nichts, der Person nichts gibt, so, ne? Dann kann er halt auch nichts machen. Also Ja, dann klar. fieber ich mit dem ja auch nicht mit, so. Pff. Ja, also finde ich auf jeden Fall sehr schade. Interessant ist auch, dass der Regisseur, der ist Aaron Schneider. Und das war jetzt sein zweiter Langfilm. Der hat vorher Kurzfilme gemacht und hat auch einen Oscar bekommen für Two Soldiers. Okay, war der andere Langfilm? Gute Frage. Aber nix Bekanntes, großartig. Aber der war Kameramann bei Titanic. Ah, okay. Also, der kennt sich eigentlich mit dem Meer aus. Eigentlich schon, So. ja. Nur weil er auf dem Meer nicht gedreht hat, weil da ist nie Eis. Ja, gut. Ja. Aber mit Wasser. Er hat schon mal Wasser gesehen. Ja, also wie kann ich den Film empfehlen? Also wirklich für richtige Hardcore-Tom Hanks-Fans, so, ne? Kann man sich den auf jeden Fall mal angucken, so. Aber um Gottes Willen, solltet ihr kein Apple TV haben, lasst es bleiben, Alter. So, wartet, bis der Film eventuell auf Blu-ray kommt oder keine Ahnung, oder geht zum Kumpel, der vielleicht Apple TV hat oder was weiß ich, Alter. Irgendwie so. Aber der Film ist es, und da spreche ich wirklich traurig drüber, der Film ist es wirklich nicht wert. Tut mir leid. Ich bin auch mal skeptisch bei so Sachen, ne? Also Apple TV exklusiv und so. Und das ist ja wie mit Netflix, ne? Da kannst du mal einen Glücksgriff haben und mal kannst halt völlig in die Hose gehen, ne? Ja, wobei es ja auch keine, es war ja keine Apple-Produktion an sich, die haben ja den Film nur eingekauft. Dadurch, dass er jetzt nicht im Kino laufen kann, Ach so hat so, Apple okay. Apple die Rechte gekauft und dann läuft er da jetzt halt. Na gut, Ja. macht's nicht besser. Ja. Das war leider mein trauriger Beitrag. Mein erster. Du darfst wieder. Ich hoffe, du hast was Besseres. Ich habe tatsächlich was Besseres. Also für mich persönlich gesehen auf jeden Fall was Besseres. Und zwar habe ich mir Papillon angeguckt. Und zwar nicht das Original, sondern die Neuverfilmung. Man muss dazu nämlich sagen, dass es kein Remake ist vom alten Film, sondern es ist eine Neuverfilmung von dem Buch. Ne? Also eine Neuinterpretation, so etwa wie es. Weißt du, so kann man sagen. Also auch Ja, kein Remake vom alten Film. Mitspielen tun da Charlie Hunnam und Rami Malek. Der Film ist ab 12 und geht 134 Minuten. Ist bei Amazon auf jeden Fall käuflich erwerbbar. Ich habe ihn mir auf Blu-ray gekauft, weil ich gerade auf so einem Charlie Hunnam-Trip bin, warum auch immer. Aber der scheint ein ganz gutes Händchen bei der Rollenwahl momentan zu haben. Worum geht es in dem Film? Henri Papillon Charrière wird beschuldigt, einen Mord begangen zu haben und wird in den 1930er Jahren unschuldig zu lebenslanger Haft in einer Strafkolonie verurteilt. Auf dem Weg dorthin macht er die Bekanntschaft des ebenfalls zu einer langen Haftstrafe verurteilten Fälschers Louis Degas. Papillon bietet diesen den Deal an, ihm bei der geplanten Flucht mit Geld auszuhelfen. Im Gegensatz hält er Degas Ärger und Gewalt vom Leib. Was als Geschäft beginnt, wird über die Jahre zu einer Freundschaft, die wichtiger ist als ihr eigenes Leben. Dieser Film, wie gesagt, ich habe das Original nicht gesehen und werden mir aber im Nachhinein dennoch mal reinziehen, weil ich da echt Interesse dran habe, wie Steve McQueen und ach, sag schnell, Dustin Hoffman das gemacht haben. Aber ich hab Bilder schon gesehen und es ist schon komisch. Also, das ist kein Remake, aber die haben optisch sich tatsächlich Leute gegriffen mit Charlie Hunnam und Rami Malek, die halt tatsächlich genauso aussehen halt. Ne? Also, das ist schon krass. Der ganze Film ist halt so ganz unerwartet gewesen. Ich habe das ganz anderes erwartet. Also ich hatte halt gedacht, es wird so ein übelstes, wie so eine Art Knastding, so, weißt du so. Und der ist auch knallhart, der Film, ohne Frage. In so einer Strafkolonie, da hast du dann auch nichts zu lachen gehabt, so, ne? Also das ist doch egal, ob du stirbst, bevor Arbeit umfällst und dann stirbst, interessiert die ja nicht. Da. Aber er ist halt menschlich, ne? Weil aus einem Geschäft, wie gesagt, so eine Freundschaft entsteht. Wo beide leiden müssen, aber niemals die anderen verraten würden halt so, ne? Das finde ich halt mega cool und es ist mega intensiv gemacht, weil du als Zuschauer dich sozusagen identifizieren kannst mit den Figuren und dann auch darüber nachdenken würdest, wie würdest du jetzt handeln zum Beispiel, weißt du? Sag ich, ist da so eine Szene, wo Charlie Hunnam so in der Mitte des Films für 2 Jahre in so eine Einzelzelle gesperrt wird. Da kommt er nicht mehr raus, 2 Jahre lang, kriegt dann bewusst immer eine Suppe und das wart und magert da auch ab und so eine Scheiße und kriegt dann so einen Eimer und da ist eine halbe Kokosnuss drin und da bezahlt der Rami Malek, weil er ja Kohle hat, also der Degas, der hat Kohle und der bezahlt den Typen, den Essenstypen da, damit er dann
die Schale darin gibt, ja, damit der was Festes zu essen hat, sowas. So, das kriegen die raus und prügeln den da windelweich den Charlie Hunnam, weil die Namen wissen wollen, und der macht nichts, ne? Der darf auch nicht reden, weil wenn er redet, wird er verprügelt halt, ne? Das ist übelst krass. Ja. Das ist halt auch so wirklich, sag's mir, und dann das Erste, was Charlie Hunnam macht, so den Finger vor den Mund halten und nichts sagen, so halt, ne? Dass der halt auch nichts sagen soll. Und dann halbieren die ihn die Ration pro Tag und so weiter. Ne? Also kriegt er noch weniger zu essen und so weiter. Aber er macht es einfach nicht. Und du denkst halt als Zuschauer, was würdest du da jetzt gerade machen? So, weißt du so? Und es gibt halt wahrscheinlich, denke ich mal, wieder viele Kritiker dieser Neuverfilmung, weil die es eben auch als Remake ansehen. Nur denke ich mir halt so, vielleicht sollte man auch das Buch gelesen haben, um beide Filme vergleichen zu können. Denn die Sache ist, dass bei dem Film tatsächlich auf eine kleine Vorgeschichte Wert gelegt wurde, so für ein paar Minuten, die erste Viertelstunde, glaube ich, so. Also eine Vorgeschichte beider Figuren. Und das ist beim Originalfilm wohl nicht so. Der fängt wohl gleich in der Kolonie an. Ah, okay. Also, ne? Und das haben auch viele Kritiker gesagt, dass das Ding ist am Film, was nicht uninteressant ist. Ne? Also dass man da halt mal ein bisschen tiefer gegriffen hat. Was wirklich sehr fraglich ist, also was wirklich mehr als fraglich ist, ist die FSK 12 Freigabe. Die ist für mich ein Witz, Alter. Wirklich, ich verstehe nicht, wie das geht. Der Film kam 15 Minuten gekürzt ins Kino damals. Und ich weiß genau, was sie rausgeschnitten haben. Also wirklich original. Aber ich denke mir halt so, wie kann denn der immer noch ab 12 sein? Also das ist mir unbegreiflich. Die Szenen, da sind Szenen drin, sind nur 2, 3 oder so. Die sind echt übel, Alter. Also da wird eben der Bauch aufgeschnitten und du siehst die Därme raushängen und so ein Zeug, wo ich mir schon denke so, nee, also im Film ab 12 zeigt man sowas eigentlich nicht. Also der hätte schon, meiner Meinung nach, hätte ja schon ab 16 sein müssen, bin ich der Meinung. Der ganze Film ist über 134 Minuten, sag ich mal, nicht auf Oberspannung inszeniert, aber du bleibst als Zuschauer ständig am Ball halt, ne? Du willst dieser Geschichte folgen und du willst sehen, worauf das Ganze hinausläuft, ne? Und das Ende ist wunderschön, also das hat mich richtig ans Herz gepackt, also das hat mich richtig mitgenommen. Das ist nicht mega traurig, also irgendwie ist es traurig und irgendwie schön und melancholisch. Das ist so ein kleines Zeichen, so, weißt du, so. Kann ich jetzt, will ich, willst du den noch sehen? Ja, bestimmt, oder? Ich werde mir bestimmt nochmal angucken. Ja, also ich fand das Ende wirklich, wirklich bewegend, so, also weil es für mich irgendwie so ein Zeichen war, so von diesem Freundschaftsgebündel, das sie da zusammengelegt haben im Laufe des Films, im Laufe der Jahre, die dieser Film spielt. Und hat mich total gepackt, hat mich total ans Herz geschlossen. Das war jetzt nicht so, dass ich da Tränen in den Augen hatte, aber es war wirklich so, dass ich schon dachte, pff, oh ja, schön irgendwie so. Es war cool gemacht, Alter. Also ich mochte den übelst, und immer wenn ich dann so einen Film mit Charlie Hunnam auch sehe, dann bin ich überrascht, was der denn doch so zu bieten hat. Weißt du so? Also der ist ja nicht nur so ein Schönling-Buddy-Typ so, der erinnert mich sogar manchmal so ein bisschen an Brad Pitt, so, Alter. Also, der könnte auch, weiß ich nicht, ein Remake von 7 bespielen manchmal. Das ist so mit kurzen Haaren und diesem Bart, so diesem eckigen Gesicht. Der hat schon was drauf. Also der ist natürlich keine schauspielerische Oscar-Rakete, aber der hat weit mehr zu bieten als sein Körper und sein Schönling-Image. Also, aber der ist ja auch noch jung, ne? Also der kann ja... Genau, der ist aber auch schon 38, also... Ach echt? Ja, ja. Das ist ja jünger. Aber der kann auf jeden Fall, er spielt ja groß auf, also offensichtlich, weil wie gesagt, er hat ja anscheinend ein Händchen bei der Rollenwahl. Erst The Gentleman, also dann war gewesen der jetzt, dann hatte ich mir geholt, den habe ich noch nicht gesehen, den werden wir nächstes Mal besprechen, hier die versunkene Stadt Z. Der soll auch richtig gut sein, hat auch mega gute Kritiken, und er, wenn er so weitermacht auf jeden Fall, dann bin ich da ganz fest der Meinung, da kommt noch was Großes dabei raus. Also der ist für mich, der bietet da was, und der Film ist auch nicht zimperlich, ne? Also da ist nicht so mit alles ist sauber, alles ist cool, sondern die schmuggeln sich auch Kohle im Arsch und so, und es wird halt auch gezeigt, wie sie auseinanderfummeln und so. Mhm. Oder so. Also da wird schon die Kamera draufgehalten, und das finde ich gut, ne? Dass der Film so diese dreckige Atmosphäre halt und nicht so hochglanzpoliert rüberkommt halt, ne? Also ja, wem kann ich den Film empfehlen? Ist halt schwierig zu sagen, wen ich den empfehlen kann. Weil es ist immer noch eine Neuverfilmung, ne? Und wie gesagt, ich bin der Meinung, die älteren Hörer oder so, die werden halt das Original kennen und werden sich vielleicht da gar nicht ranwagen. Aber ich würde sagen, ich mach's mal anders. Ich würde sagen, gib diesen Ding eine Chance, Alter. Gib der Neuverfilmung eine Chance, auch wenn er den alten Film vergöttert. Versuch da reinzusteigen. Die
Kritiken waren mehr gemischt, sage ich mal, was für mich, wie ich schon oft erwähnt habe, ja immer so ein Ding ist, wo ich sage, da entscheide ich selber ab dem Punkt. Bei 52 Meter Score war der. Und dann habe ich aber geguckt und der alte war bei 58, also so doll war jetzt auch nicht. Also da muss ich mal jeder seine eigene Meinung bilden. Ich will jetzt nicht behaupten, das ist Meisterwerk. Und vielleicht ist der Originale noch ein bisschen dreckiger und schmutziger, wie ich mal gelesen habe. Aber ich bin der Meinung, das ist kein schlechter Film, verdammt. Also der ist wirklich gut gemacht, gut inszeniert. Die Schauspieler, allen voran natürlich Shani Hanem und Rami Malek spielen ihre Rollen fantastisch. Also Rami Malek spielt sowieso so einen verschrobenen Charakter, der halt sehr eingeschüchtert und trotzdem irgendwie komisch wirkt, so merkwürdig psychisch angeknackst und so, weißt du so, aber eigentlich ein totaler Schwächling ist und sowas. Das hat schon überzeugt, das hat schon abgeholt. Und wie gesagt, hat mich auf die lange Distanz von 134 Minuten dann doch wirklich bei Laune gehalten. Und dann zum Schluss bekommst du halt dieses herzerwärmende, jetzt habe ich auch das Wort dafür, das herzerwärmende Ende halt einfach, ne? Also was mich als Zuschauer dieses Films dann richtig abgeholt hat und richtig so, ja, richtig herzlich willkommen geheißen hat. So. Ist das so? Ja, ich verstehe vollkommen, was du meinst. Da komme ich ja später bei dem anderen Film auch nochmal zu, weil das wird sich ungefähr dann mit dem decken. So. Das Problem ist halt, wenn so ein Buch neu verfilmt wird, so, dann hast du ja mehrere Fraktionen erstmal gegen dich, ne? Du hast erstmal die Leute, die das Buch halt vergöttern, die sind ja dann oft auch schon so, wat, wie, das kann man nicht verfilmen und das ist, das Buch ist das einzig wahre Ding und bla bla bla, so, ne? Das kriege ich ja, ich bin ja in vielen Steam King-Gruppen mit, so, das lese ich da ständig, egal um welchen Film es da geht. Und dann hast du halt noch die Leute, die halt den ersten oder den ersten Film sozusagen total toll finden. Und das kann man nicht neu verfilmen, der ist doch perfekt und bla bla bla, so, ne? Also wie du schon gesagt hast, wie bei S, das ist genau das Gleiche, da kann ich mir auch den Mund fusselig reden, weil den neuen Film halt besser finde, so. Das Problem ist aber hier, also ich behaupte jetzt einfach mal ganz frech, ja, dass das Buch auch nicht viele gelesen haben werden. Das ist schon asbach alt, das beruht halt auf Memoiren, also es ist eine wahre Begebenheit auch gewesen, ne? Und ich behaupte ganz dreist, dass es nicht viele gelesen haben. Also bleibt ja im Endeffekt wieder nur der Originalfilm halt, ne? Ja. Und da ist halt immer das Problem, was ich halt meine. Für mich ist es immer noch so, ein Remake, ja, eines alten Films ist für mich noch was anderes als eine Neuverfilmung eines Buches halt, ne? Und das sehen ja viele nicht. Da, deswegen redest du dir auch am Ende den Mund fusselig, weil alle dann sagen, ja, der alte Film, der war doch besser. Remake, kannst du, das ist kein Remake, lies mal das Buch und dann reden wir weiter. So, weißt du? Also das sind halt so Sachen, die wollen die Leute halt nicht verstehen, ne? Und ich schwör's dir, wie es ist, du hast natürlich viele Leser, Stephen King ist ja natürlich eine größere Erscheinung, sage ich mal, aber es gibt trotzdem viele, die dieses Buch nicht gelesen haben werden. Es ja, halt, natürlich, ne? Klar, ja. Weil es einfach zu dick ist oder weil es nicht mehr viele gibt, die lesen oder ich weiß es nicht. Und jetzt sagen die, naja, aber der alte Film, der war besser halt, so, weißt du, so, weil das Remake ist blöd, weißt du, so. Ja, ja. Und das ist halt so die Sache. Ja, und das ist halt das Problem daran, dass viele das Buch gar nicht kennen. Ich kenne das Buch auch nicht, aber weiß ich nicht, vielleicht war es ja auch ganz cool, dass ich das die Neuverfilmung zuerst gesehen habe. Ich weiß es nicht. Ich werde mir den alten angucken, werde daraus einen Vergleich ziehen, aber das wird für mich den Film, glaube ich, bin mir ziemlich sicher, nicht abmindern. Selbst wenn das Original irgendwie besser ist im Endeffekt so, ist es trotzdem ein schöner, guter Film halt, ne? Und es bleibt auch weiterhin so. Ja, ja. Also ich finde ja, der Reiz an so einer Neuverfilmung von einem Buch ist ja, dass die neue Verfilmung sozusagen die Chance hat, den Kern des Buches halt besser zu treffen. So, ja, ne? Also sozusagen, wie der Autor sich das ja eigentlich gedacht hat. So, oder die Leser, wenn sie es gelesen haben, so sich das vorgestellt haben oder diese, wenn das Buch eine Botschaft hat, die besser rüberbringen oder keine Ahnung, so, ne? Und das finde ich ist bei S nun mal, es ist für mich halt gegeben so. Viele machen es halt natürlich aus an Pennywise, so, das habe ich auch in meiner Top 10 beste Stephen King-Verfilmung schon gesagt. Für viele ist es halt nur Pennywise, was für mich einfach nicht zutrifft, so. Ja. Und ja, wenn bei Papillon zum Beispiel, wenn du schon sagst, dass da die Vorgeschichte mit eingebaut wurde, so, ja, ne, genau, die ja wahrscheinlich nicht unrelevant war, nehme ich mal an, um vielleicht den Figuren nochmal Futter zu geben, so. Ja, wahrscheinlich werden es beim alten Film, müssen sie es ja auch irgendwie erwähnt haben, warum der da reingekommen ist, sage ich mal. Aber es ist natürlich schon für mich erstmal schöner zu sehen, wie es dazu gekommen ist. Ja, klar. So. Und das wird bei der neuen Verfilmung auf jeden Fall klar dargestellt. Da wird sich kurz Zeit genommen, 15 Minuten für und gut ist. Vor allen Dingen, das Ding ist, die Neuverfilmung geht mit Vorgeschichte halt 134 Minuten und der alte geht
ohne die Vorgeschichte, also wenn er wirklich, wie es da stand, gleich im, in dem Dings anfängt, in dem Straflager da, dann geht der geht 100, über 150 Minuten, ne? Also vielleicht ist der auch ein, vielleicht ist er auch ein bisschen langatmig, weil ich weiß nicht, weil ich kann mir jetzt nicht vorstellen, wie das länger funktioniert. Ja, so? Also, ja, mal sehen. Also vielleicht sind da auch andere Szenen drin, ich weiß es nicht. Wie gesagt, ich werde mal, ich werde auf jeden Fall reinschauen, weil ich habe ja auch eine Schwäche für alte Filme, ne? Also um Gottes Willen. Aber ich bin auch kein Feind und das werde ich niemals sein gegen Remakes oder Neuverfilmungen. Warum? Das kann immer gut enden, das kann auch immer scheiße enden, das ist schon richtig. Aber im Endeffekt habe ich auch öfter mal das Glück, dass das Gegenteil bewiesen wurde. Ne? Und ja, ja, und gerade jetzt ist ja sogar eine spannende Sache, dass wenn ich, sage ich mal, die Neuverfilmung gesehen habe und der so gut ist, dass ich trotzdem den alten Film nochmal sehen will. Mhm. Denn schwieriger wäre es ja gewesen, hätte ich den neuen geguckt, der hätte mir nicht gefallen, dann brauche ich mir den alten noch nicht angucken, sagt die Motto, weißt du so. Also ich finde so eine Neuinterpretation von einem Buch, finde ich völlig legitim, so, ne? Weil vielleicht ein Filmemacher daherkommt und sagt so, ey, ich habe da irgendwie einen neuen Ansatz oder ich habe da irgendwas anderes drin gesehen, naja, in dem Werk irgendwie so, das, das will ich jetzt irgendwie hervorheben. Ich finde es aber mal schwierig, wenn irgendwelche großen Filme, so, die vielleicht schon ein bisschen älter sind, wenn die auf einmal so schnell hingerotzt wieder neu verfilmt werden, so, ne? Ja, ja, klar. Weiß ich nicht, Ben Hur. So. Ja, genau. Also, das solche ist ja, Sachen sind halt völlig unnötig, finde ich. Also, genau, das ist vielleicht, das ist ja dann nochmal die Angst so ein bisschen, so, ne? Da bin ich auch voll bei dir. Ben Hur wurde dann völlig verschissen, so. Naja. Also, ich hab ihn nicht gesehen, ich hab den Trailer geguckt und mir ein paar Szenen angeguckt. Aber habe auch oft von den Seiten gehört, ich meine, der Originale, der geht 200 Minuten und naja, der neue geht irgendwie 90 oder sowas. Also das ist schon, die Laufzeit kann entscheidend sein bei sowas. Naja. Und hier wurde ja wenigstens Wert darauf gelegt, die Geschichte so weit zu erzählen, dass die Lauflänge auch hinhaut von der Filmzeit her, weißt du so. Und ja, also hier haben wir mal ein gelungenes Beispiel, bin ich der Meinung, weil wie gesagt, auch wenn mir das Original dann zusagen wird, was wahrscheinlich so sein wird, macht es den Film für mich nicht schlechter. Weißt du? Mhm. Also, ja. Ja, und beim Original hast du natürlich auch zwei krasse Darsteller, ne? Also allein Dustin Hoffmann ist natürlich ja, schon so eine Marke auf jeden und Fall. Und Steve McQueen, ja, das ist schon krass, auf jeden Fall, ja. Ja. Gut, ja, muss ich mal gucken. Also Papillon steht auf jeden Fall auch auf meiner Liste, wobei ich jetzt nicht unbedingt immer, ich hatte jetzt nicht die Neuverfilmung im Kopf, sondern den alten, alten, so, ne? Weil, also ich, vom Namen her kenne ich den halt, ne? Das ist halt auch so, ja, eine, so eine Marke irgendwie. Den wollte ich halt auch eigentlich immer mal wieder gucken, aber ja. Kommt immer was dazwischen. Was ich aber geschafft habe, endlich zu gucken, und ich bin so froh, dass ich es endlich geschafft habe, ist Selma. Du weißt, ich mag so eine Filme, die halt auf historischen Tatsachen basieren und so Sachen der schwarzen Bevölkerung so als Thema haben, wie die sich trotz der Widrigkeiten irgendwelche Rechte erkämpft haben und so solche Sachen halt, ja, wie bei Hidden Figures. Das hatten wir ja, glaube bei der zweiten Folge oder so hatten wir den Film schon mal. Und hier geht's, bei Selma geht's darum, wie die schwarze Bevölkerung in den USA zu ihrem Wahlrecht gekommen ist. Ah, okay. Denn der Pastor Martin Luther King, den wahrscheinlich vom Namen her erstmal so, das ist kein Begriff, also hat man auf jeden Fall schon mal gehört, so, ne? Gerade wegen seiner Rede, I have a dream, so, ne? Das hat jeder wahrscheinlich schon mal irgendwie, irgendwo mal gehört. Garant. Die hat er, 62 hat er die vor großer Bühne gehalten und hat ein Jahr später auch den Friedensnobelpreis bekommen, weil aufgrund dessen ging dann die Rassentrennung los in Amerika, mhm, so, ne? Außer in den Südstaaten, dazu komme ich gleich. Da gab es noch ein paar Bundesstaaten, wo halt die Rassentrennung noch nicht so richtig durch war. Und jedenfalls beginnt der Film 1963, gerade als er die Rede hält, wo er den Nobelpreis halt bekommt. Und parallel geschnitten wird ein Attentat, in dem vier Mädchen in einer Kirche sind, vier schwarze kleine Mädchen, und die fliegt in die Luft. So, also so ein rassistisches, okay, Attentat halt, auch in den Südstaaten. Und Martin Luther King hat da die Nase voll. Und aufgrund von seinem Status ist er halt auch befähigt, mit dem Präsidenten halt, Johnson damals, Gespräche zu führen. Also wirklich unter vier Augen im Weißen Haus konnte er mit dem Gespräche führen und der meinte, pass auf, Keule, ich will jetzt hier das Wahlrecht haben. So, ne? Weil es kann nicht sein, dass in der Jury nur weiße Leute sitzen, dass es nur weiße Abgeordnete gibt, nur weiße Gouverneure, nur weiße Staatsanwälte etc. Denn in Amerika ist es so, wenn du dich für so ein öffentliches Amt wählen lassen willst, musst du in so ein Gebäude, in so ein öffentliches und dich als in so eine Wählerliste eintragen lassen.
Damit kannst du nicht nur den Präsidenten wählen, sondern dich halt auch wählen lassen für öffentliche Ämter, so, ne? Und theoretisch war das auch möglich, denn in der amerikanischen Verfassung steht drin, alle Menschen sind gleich, bla bla bla. Aber in den Südstaaten haben die Schwarzen einfach nicht gelassen. Da gibt es eine Szene, auch gleich am Anfang, da geht Oprah Winfrey, die spielt da auch mit, die geht halt in so ein Gebäude da rein und will sich halt eintragen lassen. Und der Typ an der Theke da sagt, ja, auch gleich Nigger, bla bla bla, und stellt ihr halt Fragen von wegen, ja, weiß nicht, wie viele Bezirksstaatsanwälte hat, bla bla bla, oder wie ist die amerikanische Verfassung und zitieren Sie mal, Ah. und das weiß sie alles. Und dann fragt er halt, ja, wie heißen denn die Bezirksstaatsanwälte? Das sind irgendwie 37 Stück oder so. Und die weiß halt nicht, was auch völlig irrelevant ist. Also es ist völlig daneben, so, ne? Und dann muss er halt wieder gehen. Also die haben die halt einfach nicht gelassen. Hättest du das gewusst, dann wäre die nächste Frage auf jeden Fall. Genau, ja. Also geht's halt wieder völlig ja, zerstört, und dann kriegt man halt mit, okay, die dürfen halt einfach nicht, die werden halt einfach nicht gelassen. Und Martin Luther King setzt sich halt dafür ein und spricht mit dem Präsidenten, und der sagt, ja, können wir machen, aber nicht jetzt, machen wir in ein paar Jahren vielleicht mal. So, wenn ich da irgendwie Zeit für habe, bla bla. Und Martin Luther King setzt sich dann in den Kopf, okay, da gehen wir halt genau in den Brennpunkt sozusagen, fährt nach Alabama, nach Selma, das ist eine Kleinstadt dort, und dort ist ein extrem rassistischer Sheriff am Start, und der Gouverneur von Alabama ist halt auch der übelste Rassist. Der wird gespielt von Tim Roth. Auch richtig gut, also wirklich richtig, richtig geil. Also, wenn man es geil nennen kann. Tim Roth ist Tarantino, oder? Spielt der öfter Genau, er mit? spielt auf der Tarantino, der spielt auch bei Hulk hier, Incredible Ach Hulk, so, ja. spielt er. Okay, genau. Ja, und da geht Martin Luther King hin und wird auch gleich mit einem Ding in die Fresse halt begrüßt, so. Also kriegt halt gleich ein Ding auf die Schnauze. Und man muss dazu halt sagen, dass Martin Luther King immer eine Person war, die Gewalt völlig verabscheut hat, ne? Also der hat immer darauf gesetzt, dass man sich, dass die schwarze Bevölkerung sich zusammentut und irgendwelche Märsche zum Beispiel macht oder Demonstrationen, aber nie zurückschlägt, nie mit Gewalt irgendwas regelt, so, ne? Also sprich, wenn er ein Ding an die Fresse kriegt, dann hält er die andere Wange auch noch hin. So nach dem Motto, so, ne? Was ihn unterschieden hat damals von Malcolm X, den du ja wahrscheinlich auch schon mal, ne? Ja, Und der klar. war halt anders. Der hat gesagt, nee, wir kämpfen hier genau mit denselben Waffen und dann schießen wir zurück und knüppeln auf die einen und bla bla. Und das war halt so seine Waffe. Ja, und der Plan von Martin Luther King ist, dass von Selma aus ein Marsch stattfindet bis in die Hauptstadt von Alabama vor das Gouverneursgebäude. Und der Marsch geht mehrere Tage. So, das Problem ist aber, die ziehen los aus der Stadt raus, und in dem ersten Marsch ist er noch erstmal gar nicht dabei, wollen über eine Brücke und werden niedergeknüppelt. Also wirklich einfach niedergetreten, niedergeschlagen mit Rauchbomben und bla bla bla. Und das Problem ist, was ich an dem Film aber auch mega gut finde, dass Martin Luther King halt auch hinterfragt wird halt, ne? Weil dadurch, dass er immer sagt, wir sind gegen Gewalt, schickt er seine Leute sozusagen, die er hinter sich schart, ja eigentlich ins Verderben halt, ne? Und offene Ins Feuer. offene Feuer, genau. Also er geht wirklich mit dem Wissen da rein, die können halt niedergeknüppelt werden, so, ne? Und wie gesagt, beim ersten Marsch ist er nicht dabei, weil er private Probleme hat mit seiner Frau. Und dann kommt ein zweiter Marsch, der dann gemacht wird, auch wieder über diese Brücke halt. Und dann bleibt er selber stehen halt und setzt sich einfach hin, kniet sich hin, betet und dreht um, weil er Angst hat, dass seine Leute halt wieder niedergeknüppelt werden, so, ne? Das Ding ist aber, dass das ist ja eigentlich seine Taktik, dass genau durch diese Mittel, wenn Schwarze halt niedergeprügelt werden in der Öffentlichkeit halt, ne, weil er kriegt natürlich durch diese Märsche, wo ganz viele Leute mitmachen, bekommt er natürlich Publicity, Kamerateams etc. Es wird halt, damals gab es ja auch schon Fernsehen so, dann wird das ausgestrahlt und dann schließen sich auch Weiße dann da an so, und er hofft halt durch diese öffentlichkeitswirksame Geschichte so, wird der Druck auf den Präsidenten halt immer größer so, ne? Und dann hast du halt in dem Film auch viele Gespräche mit dem Präsidenten, wo der Präsident sagt, so lassen Sie es doch mal bleiben, Sie können doch Ihre Leute da nicht immer so, ne? Und dann meint Martin Luther King so, Sie können es einfach nur mit einer Unterschrift, können Sie es beenden. So, ne? Sie müssen einfach nur das Ding unterschreiben und dann haben wir das Wahlrecht und dann ist es hier vorbei. Aber bis dahin werde ich halt keine Ruhe geben. Es gibt in dem Film Tote, Leute werden erschossen, Frauen werden niedergeschlagen. Also es ist wirklich übel, also richtig übel. Aber ich muss auch dazu sagen, mit der Einstellung oder mit dem Mindset bin ich auch an den Film rangegangen. Also hört sich total dumm an, aber so will ich das halt sehen. Ich will ja, dass so ein Film soll mich ja aufwühlen und so Gedankenprozesse in mir auslösen und so, ne? Also wenn ich mir so einen Film angucke, dann will ich es halt auch in aller Härte halt sehen, wie es damals nun mal war.
Und am Ende hast du natürlich dann den Marsch, den er machen darf, blala, er bekommt das Recht, der Präsident unterschreibt das Ding und dann ist es halt durch. Aber die Leute sind halt durch die Hölle gegangen, so dafür. Und dieser Moment, als die dann wieder auf dieser Brücke sind beim dritten Marsch und dann ist dann aber die Nationalgarde da und lässt die halt durchgehen und sorgt dafür, dass die in Frieden dahin marschieren dürfen, der ist so grandios, Alter, weil du tausende Leute hast auf dieser Brücke und dahinter und die laufen so in Vierer, Fünfer rein und das ist einfach mit dem Soundtrack dahinter, das ist so Hammer, Alter. Ich habe da gesessen und hab übelst den Klops im Hals gehabt. Also mega, also übelst. Also ich liebe solche Filme, weil ich finde, wenn man sich sowas ab und zu mal anguckt, das rückt auch so ein bisschen die Synapsen wieder gerade, so, ne? Weil man immer wieder auch mal so ein Gefühl hat, abgesehen von unserer Geschichte, was so den Nationalsozialismus und diese ganzen Juden, die ganze Judengeschichte und so angeht, dass man halt auch dafür ein richtiges Gefühl hat und bekommt, so, ne? Und auch für Rassismus im Allgemeinen, was das halt bedeutet. Und natürlich auch mit dem Hintergrund, jetzt gerade mit dem George Floyd, mit der Thematik, und der Präsident da jetzt auch gerade irgendwie anrichtet, dass es halt immer noch aktuell ist, so, ne? Also die werden immer noch niedergeprügelt, so, und das schert sich dann kein oder kaum einer irgendwie dafür. Und es gibt halt wieder die zwei Lager. Die einen gehen halt friedlich demonstrieren, so, ne? Und marschieren halt einfach nur für ihr Recht. Und die anderen nutzen die Gunst der Stunde oder haben die Schnauze voll und schlagen halt zurück, so, ne? Oder plündern Läden oder was weiß ich. Und weiß ich nicht, ob jetzt gerade auch so eine Figur fehlt, wie Martin Luther King, so, der die vielleicht mal ein bisschen zusammen treibt sozusagen und hinter einer Flagge sozusagen irgendwie vereint oder so, keine Ahnung. Aber an sich das Thema ist halt immer noch aktuell, so. Und Ja, dieses, klar. und ja, wie gesagt, ich finde, wenn man sowas guckt, und es gibt ja etliche Filme, die so die Thematik haben, dann bringt das da oben so wieder so ein bisschen was zum Denken und man bekommt mal wieder so ein bisschen Realität da irgendwie rein, finde ich. Ich gucke sowas ja an sich auch gerne, aber ich gucke sowas sehr selten. Das hat einen bestimmten Grund, weil ich sage ich mal. Ich muss da, ich weiß nicht, wie es da dir geht, aber ich muss da halt wirklich einen klaren Kopf für haben, halt, ne? Also ich muss wirklich klar mit dem Gedanken sein. Am besten ist es, ich habe einen Tag frei und gucke mir sowas morgens beim Frühstück an, so blöd es klingt, ohne meine Frau an der Seite, einfach ich alleine. Und weil ich sonst immer Angst habe, den emotionalen Wert nicht zu erkennen, weißt du so? Also das heißt, wenn ich dann irgendwie durch irgendwas abgelenkt bin oder vielleicht dann doch mehr mein Kopf gerade abgeschalten ist und ich eher so was in die Richtung, wie weiß ich nicht, normalen Film gucken will, in Anführungszeichen, dann habe ich immer Schiss, den emotionalen Wert da zu verpassen, weißt du so? Also das heißt nicht, dass ich nicht mitbekomme, was, sage ich mal, davor geht, aber dann gibt es ja immer so kleine Eckpfeiler in dem Film, die du vielleicht gerade überspult hast im Kopf und sozusagen am Ende da sitzt und nicht so ganz mitbekommen hast, worauf denn das hinausgelaufen ist, weißt du, sozusagen. Und deswegen gucke ich sowas extrem selten. Das hat eine halbe Ewigkeit gedauert, ehe ich 12 Years of Slave geguckt habe. Eine halbe Ewigkeit, dann habe ich mir den halt ganz in Ruhe angeguckt, fand den auch mega geil, den Film. Also der ist auch bewegend gewesen. Aber da hatte ich halt einen freien Kopf und konnte halt den emotionalen Wert an diesem ganzen Geschehen sozusagen erkennen halt. Ne? Und das fällt mir relativ schwer, so halt. Ne? Also den Kopf da so frei zu haben, um mir solche Filme anzugucken, weil das ist ja auch mal harter Tobak. Und nicht gerade so die leichte Kost, die man eben so im Normalfall konsumiert. So, und wie gesagt, da spielt halt viel mit drin. Ne? Also ich könnte mir sowas zum Beispiel, glaube ich, gut im Urlaub angucken, in dem ich freie Tage habe und sonst bist du so beschäftigt von Arbeit und Privatleben und dies und das. Und da passt so ein Film, so blöd klingt, halt einfach nicht in meinen Kopf drin. So halt, ne? Das ist echt krass. Weil ich habe schon sicherlich schon einige solcher Filme gesehen, aber du hast da doch deutlich mehr geguckt. Und die hören sich auch alle immer mega interessant an, wenn du die so mit mir besprichst, so. Oder mit unseren Zuschauern, Zuhörern. Bespricht so Hidden Figures und so, den ich absolut noch auf meiner Liste habe, aber der wird eben einfach irgendwann so auftauchen halt, ne? Also zum Beispiel hatte ich ja mal auch einen Abend gehabt, das war auch dann ganz interessant gewesen. Da hatte ich mir einfach so aus dem Nichts heraus, weil Denise mit ihrer, also meine Freundin, mit ihrer Freundin weg war und ich hatte abends für mich eine eigene Fruit Loop Station oder so, wie heißt das? Wie hieß denn der? Fruit. Irgendwas mit Fruit, oder? Fruit Genau, Loop ja. Station hieß der nicht so sogar? Mit dem Schwarzen, der am Ende zu Unrecht einfach in den Rücken abgeknallt wird, so halt, auf dem Bahnhof.
Und der hat mich dann auch gepackt, ne? Da ich Gänsehaut am Ende gehabt. So, ey, Ja. der ist übrigens total krass. Der ist, glaube ich, 84 Minuten geht der. Der hat auch kaum eine Story so halt, ne? Geht halt wirklich nur um diesen Werdegang sozusagen dahin, ne? Bis zu dem Geschehen. Und hast du ihn schon gesehen? Nee. Ich habe ihn noch nicht gesehen, ne? Guck dir den mal gerne an. Ich meine, das war ja auch kein Spoiler, dass er mir erschossen wird. Ist Ja. ja klar. Weil dieser ganze, es geht wirklich nur diese 84 Minuten, geht nur um den Werdegang bis dahin und bis zum Geschehen. Und dann ist es schon ziemlich, da kriegst du schon einen dicken Hals von, Alter. Also, das sind halt so denn Momente, wo ich so einen Film auch, hört sich auch wieder ein bisschen makaber an, aber wo ich sowas halt genießen kann, halt, ne, sozusagen halt, ne. Und ja. Da habe ich einfach zu selten den freien Kopf, den ich brauche. Und der muss wirklich extrem frei sein, halt. Ne? Das ist wirklich so. Weil ich muss bei solchen Filmen, will ich unbedingt den ganzen emotionalen Wert in mich einsaugen. Weißt du so? Vielleicht will ich am Ende sogar weinen oder was ich. Oder Freudentränen in den Augen haben oder was ich. Aber es geht eben nicht, wenn du mit anderen Sachen vorher beschäftigt warst. Weißt du so? Ja, was ich an so einem Film, und das ist ja dann meistens so, gerade wenn es um so historische Sachen geht, wie hier auch, am Ende bekommt der Zuschauer und halt natürlich auch die Leute in der Handlung halt diesen Payoff halt, ne? Die bekommen, was sie wollen, so, ne? Und das ist halt genau das, was ich am Ende halt sehen will. Also diese ganzen Rassistenschweine so, und vor allem auch der Gouverneur, die bekommen dann halt nicht, was sie wollen halt, ne? Und dann wird am Ende. Das ist auch kein großer Spoiler, ich meine, das ist halt immer historisch so gewesen, so, ne? Gerade durch diese ganze Wählerliste-Geschichte, als es dann durch ist, wird dann halt nochmal ein Text eingeblendet, was aus allen Figuren so geworden ist halt, ne? Der Sheriff zum Beispiel wurde sofort abgewählt, Alter, weil jetzt die Schwarzen wählen durften. Dann ganz viele von Martin Luther Kings, ich sag mal, Untergebenen oder Mitstreitern so, die halt in seiner Organisation da was zu sagen hatten, die wurden alle wirklich hohe Tiere halt, ne? Also die wurden große Staatsanwälte und bla bla bla, also wirklich extrem erfolgreich. Und das ist halt mega interessant und spannend halt, dass diese, was für Folgen das halt hatte. So. Das finde ich halt mega. Und ich krieg da immer, wirklich, wenn es gut gemacht ist, kriege ich da halt Gänsehaut und denk so, ja, Alter, ihr Ficker, ihr habt richtig, jetzt habt ihr die Arschkarte gezogen, so nach dem Motto, weißt du, ihr rassistischen Dreckschweine. Und ja, und dann halt dieser Menschenauflauf halt, ne? Wenn tausende Leute für ihr Recht einfach einstehen und halt auch nicht auf Gewalt setzen halt, ne? Ich meine, ich würde es auf jeden Fall auch verstehen, wenn du dann zurückschlägst, um Gottes Willen. Also, ich würde mir auch nicht 1000 Jahre lang als Sklave und bla bla bla, so, ne? Ich kann vollkommen, wirklich vollkommen nachvollziehen, wenn dann irgendwann mal die Hutschnur durchgeht und man dann einfach wirklich auch zurückschlägt. Das hört sich total dumm an, aber es ist leider Gottes so. Und wenn man da aber noch immer noch die Geduld hat, einfach nur friedlich, einfach nur einen Marsch macht, einen Spaziergang sozusagen mit anderen Menschen, um einfach nur zu sagen, hier, so bis hier und nicht weiter. Das ist halt großartig, finde ich, Alter. Und sowas auf die Beine zu stellen, ist halt mega, finde ich. Und das, ja, sowas löst halt irgendwas in mir aus, keine Ahnung. Ich bin da halt voll drin irgendwie. Ja, und dann ist halt natürlich das Traurige, dass Martin Luther King halt 2 Jahre später auch erschossen wurde halt, ne? Ja, stimmt. Das zeigt auch, also dass er erschossen wurde, weiß ich, das zeigt auch. Ja. Und darum geht es in dem Film halt auch, weil seine Frau will halt nicht mehr, dass er das macht, weil die halt Angst um ihn hat, so, ne? Und am Ende hält er natürlich wieder eine Rede und ihm wird halt vorher gesagt, so, wollen sie es wirklich machen und bla bla, die sind überall hohe Gebäude, wenn da irgendeiner steht und sie abknallen will, dann können wir auch nichts machen, so, ne? Dann ist halt vorbei. Aber der hat es halt gemacht, so, ne? 2 Jahre später ging es dann halt schief, so, aber der hat durchgezogen, der Typ, Eier so. gehabt. Ja, der hat auf jeden Fall der richtig Eier gehabt. Aber wird auch so gezeigt, der konnte reden, schreiben wie ein Gott, so, ne? Aber der war halt zwischenmenschlich, wie er so zum Beispiel mit seiner Frau so umgegangen ist, das ist halt schon ein bisschen komisch, weil der hat nicht so die richtigen Worte dann persönlich so gefunden halt, ne? Weil das FBI hat sich da natürlich auch noch eingeklinkt, was ich auch mega interessant finde, weil dann immer unten eingeblendet wird bei irgendeiner Szene, also 1964, Martin Luther trifft, bla bla bla, aufgezeichnet am blablabla, tralala. Also, die haben die ganzen Gespräche, der wurde überwacht von vorne bis hinten, so. Und die haben scheinbar diese ganzen Sachen, die aufgezeichnet wurden, einfach nur nachverfilmt. So original. Und das FBI hat dann angefangen, der Frau halt so Bänder zu schicken, um ihr zum Beispiel zu sagen, dass ihr Mann fremd geht und so, ne? Also, dass dann er mit seiner Frau Stress hat. So, und damit er halt nicht mehr diese ganzen Märsche und Proteste und so organisiert, weil er halt privat halt Ärger hat.
Übelst krass, auch wie J. Edgar Hoover, der Gründer vom FBI, wie der dargestellt wird. Auch übelst der Rassist, Alter. Also richtig, richtig abartig. Ganz krass. Ich will mir jetzt auf jeden Fall auch noch J. Edgar nochmal angucken, mit DiCaprio, hatte ich ja dir auch schon mal gesagt, weil ich halt wissen will, ob der da auch so, wahrscheinlich nicht komplett, aber dass da halt zumindest sowas Also, durchscheint ich so. habe gehört, dass da schon Ecken und Kanten drin sein soll in dem Film, Ja. so, aber. Ja. Also von mir auf jeden Fall, Selma, wer Interesse hat an so zeitgeschichtlichen Sachen und vor allem, was so historisch passiert ist in Amerika der 60er mit der schwarzen Bevölkerung und auch an der Person Martin Luther King, unbedingt angucken. Ich finde, das ist ein Brett von Film, der vielleicht ein bisschen Anlauf braucht, aber so ab 40 Minuten haut er ja richtig auf die Kacke und dann bist du halt drin. So, ne? Dann bist du halt wirklich, dann regst du dich auf, dann denkst du dir, ihr Schweine, und hört doch mal auf und bla bla. Und am Ende kriegt man halt dann diesen Gänsehaut-Moment so geliefert. Unbedingt angucken, geht 127 Minuten, gibt's auf Prime kostenlos, also kostenlos. gibt's halt auf Prime, braucht man halt nicht leihen oder so, kann man sich auf jeden Fall angucken. Grandios. Auch der Soundtrack, mega geil. War ja nominiert für bester Film, hat aber nicht bekommen. Aber der Film Song Glory, der auch am Ende läuft, mega Brett, hat einen Oscar bekommen. Hammer. Also kann ich nur empfehlen. Ich habe ja bald Urlaub, vielleicht finde ich da ja meinen ruhigen Pol, um mir das anzugucken. Judy, ja, dann würde ich jetzt eigentlich mal zu The Old Guard kommen. Dein Lieblingsfilm, möchtest du vielleicht erklären, worum es geht? Mit Vergnügen. Aber nicht zu voreingenommen. Also erstmal das Vorgeplänkel. Der Film geht 125 Minuten zu lang. Ist ab 16 freigegeben und ist eine Netflix-Produktion, also gibt es auch auf Netflix. Worum geht es? Die alte Garde, eine Söldnertruppe von Unsterblichen, wird von einer Kriegerin namens Andy angeführt, gespielt von Charlize Theron. Die Mitglieder der kleinen Truppe lebten und kämpften in unterschiedlichen historischen Epochen der Zeitgeschichte, bis jedes einzelne Mitglied von ihnen nach dem Tod feststellte, dass es über besondere Selbstheilungskräfte verfügt. So. So, nächster Film. Nächster Film. Ja, was kann ich sagen? Also, wie man schon mitkriegt, ich fand den Film unterirdisch. Ich kann wirklich nicht verstehen, wie der Film so gute Kritiken bekommen konnte. Ich hatte im Voraus mit dir schon gesprochen und meinte, dass der Trailer grauenhaft ist. Also, das hatte ich ja schon mal geschickt, über WhatsApp hat man da geschrieben, kurz. Und fand den Trailer auch wirklich furchtbar. Und dann kam die Metacritic und die hat, weiß ich nicht, 75, also richtig, richtig gut. Und ich dachte so, naja, guckst du mal. Da habe ich geguckt und nach 60 Minuten habe ich gedacht so, oh, jetzt geht er nochmal 60 Minuten. Das ist schon Wahnsinn, Alter. Ich finde, der Film hat erstmal für mich eine schlechte Story. Ja, also die Story ist für mich nicht gut. Sie ist hanebüchen, die gibt es tausendmal und selbst und generell ist ja dieses Unsterblichkeitsthema genauso wie Zeitreisen. Das ist dasselbe irgendwie für mich, weil es hat immer irgendwelche Lücken und auch der Spannungsfaktor geht irgendwie verloren. Das bei Zeitreisen noch geht, bei Unsterblichkeit hört es dann bei mir auf. Ja. Finde ich wirklich schlimm. Und dann dachte ich mir aber so, aus dieser schlechten Story an sich hätte man aber trotzdem was machen können. So, also man hätte trotzdem irgendwie eine gewisse, ja, Balance aufbauen können, so, um den Film in eine richtige Richtung zu lenken, sage ich mal. Ich bin sogar im Nachhinein der Meinung, der Film hätte als Serie deutlich besser funktioniert als Film. Das Problem ist einfach, dass er ist total austauschbar, der Film. Also völlig ersetzbar. Ich habe am Ende des Films schon die erste Hälfte des Films vergessen. So unbedeutend war der Film für mich. Also wirklich. Und dann sind noch so Faktoren wie, dass da so eine möchte gern Coolness dann doch durchsickert, die ich bei Charlize Theron wirklich schade finde, weil sie doch für mich eine Schauspielerin ist, die mich immer überzeugt hat in solchen Rollen. Und sie hat auch da den Pluspunkt für mich. Sie ist noch das Beste aus dem Film. Aber da gibt es so eine Szene in dem Flugzeug zum Beispiel, wo sie dann kurz gegen diese Neue da kämpft und so. Und das kam für mich schon wieder so albern rüber. Das fand ich irgendwie bescheuert, diese möchte gern Coolness. Er ist, wie gesagt, belanglos. Die Spannung
da ist keine Spannung vorhanden. Der Film ist nicht spannend für mich persönlich. Also ich habe zu keinem Zeitpunkt gedacht, so oh, cool. Denn selbst als am Ende so ein kleiner Kniff kommt, ne, dass die ja doch irgendwie sterblich sein könnten, kam trotzdem keine Spannung auf. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass das eigentlich für mich das größte Problem an dem Film ist, ne? Also du hast auf einer Seite hast du dann unsterbliche Leute, das ist ja schon mal so, ja, okay, also da ist ja keine Spannung, wenn die nicht sterben können, dann ist genau. Das ist wie Superman. So, ja, gibt, ja. Dann musst du den Leuten Profil geben, damit du mit denen mitfieberst, so halt, ne? Das andere Ding ist aber, oder das entscheidende Ding für mich ist aber, dass die Drehbuchautoren halt faule Schweine waren, einfach gesagt haben, naja, aber irgendwann werden die halt sterblich. Und wenn wir Bock haben, das halt reinzuschreiben, wenn es uns gerade passt im Drehbuch, dann ist jetzt die Figur A sterblich, so, ne? Damit Spannung reinkommt. Na, der Film ist ja nach einem Comic. Also, ja, ja. Der basiert ja auf einem Comic und da wird es ja wahrscheinlich auch so sein. Die Sache ist einfach, ja, gebe ich dir erstmal an sich erstmal recht, aber zumindest hätte man ja daraus, denn zumindest aus ab der Hälfte des Films passiert es ja, glaube ich, dieser Kniff, nennen wir mal, ja, ja, ja. Hätte man ja die andere Hälfte des Films durchaus spannend gestalten können. Ja. Aber sie ist nicht spannend. Ich finde, dass Charlize Theron immer noch unverwundbar wirkt teilweise, ja, auch wenn sie ja angeschossen wird und du alles bis aufs kleinste Detail meilenweit riechst. Also, dass sie halt angeschossen wird von ihrem eigenen Typen und hier und da. Das habe ich alles gerochen. Das war, der Braten war so fett, Alter, der hat Kilometer gerochen. Ja, ja, ja. Das war völlig bescheuert. Und dass man denn dann solchen Grundthema erstmal das nicht schafft, nochmal eine Spannung aufzubauen, ist für mich Vollversagen. Also, das ist absolutes Vollversagen. Und jetzt, gut, es war dann trotzdem erfolgreich und viele feiern diesen Film auch. Er ist halt wahrscheinlich leichte Kost mal ebenso und er hat unterhalten und dann feiern den irgendwelche Leute euphorisch ab wie Rambo 5. aber da kann man halt, da wird ein zweiter Teil definitiv kommen, denn der ist, wie gesagt, auch erfolgreich gewesen. Und gute Kritiken sprechen dann auch noch für sich leider. Kann man nur hoffen, dass die im zweiten Teil da irgendwie was draus machen. Aus diesem Thema, dass die halt verwundbar ist jetzt sowas. Also ja, ja, ja. Die ist ja immer noch in dieser Gruppe offensichtlich, so wie ich es Ende gedeutet habe. Und dann musst du halt liefern halt. Wenn sie es schon beim ersten Film für mich völlig verkackt haben. Also für mich braucht es keine einzige Fortsetzung. Ja? Dann kommen dazu eben noch völlig absurde, unpassende Popsongs hinter jedem Gekämpel da. Das stimmt. Das fand ich absolut furchtbar. Der Höhepunkt allen Übels, ja, ist das Ende, in dem, ich habe es mir extra aufgeschrieben, Marshmello featuring Khalid mit Silence kommt, Alter. Das ist so bescheuert, dass der Song da drin ist. Der ist so behindert deplatziert, da ich dachte, das ist so... Ist das, wo die im Auto am Ende dann fahren? Oder? Das ist nah, wo die ja am Strand sind und dann hochgehen so und er dann da so am Strand steht. Ist das am Strand? Ich weiß es gar nicht mehr. Da gehen die so eine Treppe hoch, dann quatschen die nochmal kurz im Lager. Und dann kommt dieses Lied, da dachte ich so, oh, das ist schon Fremdschämen-Niveau. Also das ist ein Soundtrack aus der Hölle, ja, der passt für mich wirklich zu keinem Moment da rein. Und ja, also für mich eine absolute Vollkatastrophe. Ich kann nicht verstehen, warum gute Kritiken zustande gekommen sind, warum den so viele abfeiern. Viele feiern den wirklich ab. Ich lese auf Facebook kaum irgendwas Schlechtes über den Film. Und dann soll mir bitte einer erklären, warum das so ist. Also, kannst du es mir jetzt so mal per se erklären? Also, null. Also ich finde ihn jetzt nicht ganz so schlimm wie du. Also, ich habe jetzt nicht die ganze Zeit da gesessen und mir gedacht, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, wann ist der Film zu Ende? Aber ich finde den Film halt belanglos. Absolut belanglos. Ja. Man guckt den einmal und hat einen Tag später schon die Hälfte wieder vergessen. Vor allem gab es eine coole Sache und die war so cool, fand ich, die war extrem cool und daraus hätten sie richtig was machen können, Alter. Und zwar, dass die Angst davor haben, eingesperrt zu werden. Und ja, zwar, genau, ja. Weil die Ene in einem Sarg versenkt wird und ja, da 500 Jahre schon immer wieder stirbt und aufwacht. Ja. So, mega eklige Vorstellung. Also ja, abartig, das fand ich schon richtig widerlich. Ja, das stimmt, ja. Schon ein bisschen sadistisch geradezu. Und hätten die nicht wenigstens sit irgendwie, das wurde kurz erwähnt, dass sie Schiss haben, gefangen zu werden, aus solchen Gründen. Aber das ist irgendwie nach einer Minute, ist sie mal aufgefallen, wir verpufft, verschwunden. Ja, so. Ja. Das ist so bescheuert. Also, sie hatten Möglichkeiten da, wie gesagt, mal abgesehen davon, ob ich die Story nun scheiße finde oder nicht. Das kann jeder für sich entscheiden. Vielleicht sagt auch einer, ich fand es cool. Aber dann wurde für mich, egal ob die Story gut oder schlecht ist, eben einfach nichts draus gemacht. So, naja, wurde so. Potenzial halt verschenkt. Ja. So. Ja. Also zum Beispiel bei
Mein anfangs besprochenen Film, VFW, da ist die Story auch scheiße und trotzdem haben sie was draus gemacht. Ja. So. Aber hier, da wurde für mich, wie gesagt, auf ganzer Linie vollkommen versagt. Da benutze ich es auch zum ersten Mal wirklich mit totalem Vollmut, dass Charlize Theron total verschenkt ist, Alter, in dem Film. Ist auch, also, ja, ist ja. Vollkommen. Ich finde auch, der Film hat eigentlich das, was ich mir eigentlich erhofft habe, irgendwelche, weiß ich nicht, coolen Kampf Kurios oder irgendwie geile Action oder so. Ja, ja, ja. Da ist gar nichts drin. Also auch die Gewaltspitzen, da wurde mir erzählt, da sind übelst die Gewaltspitzen drin und hier und da. Ich meine, das wird ja sein, FSK 16, wenn es hochkommt. Ja. Und ich habe da jetzt nichts gesehen, was mich brutalitätsblutmäßig irgendwie abgeholt hat. Mhm. Auch die Kämpfe, die Schauwerte waren nicht mega geil. Nee, fand ich auch nicht. Im Gegenteil fand ich sogar, dass wenn die diese Rückblendencodes hatten, wo die in dem Zeitalter da waren, das sah absolut lächerlich aus. Als hätten die irgendwie die Schauspieler auf eine Wiese abgestellt mit Kostümen. Mit so einem Ritterfest. So einem Ritterfest. Ja, genau. Also es war halt total albern. Und ja, du hast recht. Die Kampfszenen haben mich auch nicht überzeugt, also absolut nicht. Alles, was vorher gesagt wurde, ich hatte mir Kritiken durchgelesen, aber gerade wenn die Konstellation mit allen Leuten, ich meine, ich habe die nie alle zusammen mal kämpfen sehen, Alter, außer am Ende mal, glaube ich, kurz in diesem Labor da. Wo sie sich dann immer vor sie schmeißen, damit ja, sie genau, abgeknallt wird. Vielleicht so, aber bis dato war da gar nichts gewesen. Also da haben die nicht irgendwie zusammen irgendwie ein Viererteam am Anfang ganz abgeknallt, dann stehen sie wieder auf, pressen sich wieder Jiddle und ach, das war alles so. Nee. Ich fand auch, am Anfang wird ja dann gezeigt, wie das Team so loszieht, ne? Also bevor sie halt da verraten werden. Und dann steigen die da, ich glaube, die fahren mit einem Van oder so, fahren die ja dahin. Und dann steigen die halt aus, haben übelst die Maschinengewehre und so in der Hand. Und jeder hat auf dem Rücken oder so halt ein Schwert und eine Axt und bla bla bla. Also, das sah auch total strange aus, so, ne? Also, völlig merkwürdig. Aber wenn man schon so eine, ich nenn's mir jetzt mal Nahkampfwaffen hat, so, dann will ich halt auch irgendwie was Geiles sehen. Ah, ja. Halt, ne? Also, ganz komisch. Die hätten das halt wirklich machen müssen, dass vielleicht, weiß ich nicht, die Charlize Theron wirklich mal gegen den Typen, der sich verrät, halt richtig kämpft halt, ne? Und die halt, dadurch, dass er ja noch unsterblich war, also beide, dann halt wirklich mal richtig zur Sache geht halt, ne? Und nicht beide hier mit rumgeballert, sondern halt mit ihrem Nahkampfkram so, ne? Also, ja, also hätten sie viel, viel mehr draus machen können. Also wie gesagt, ob die nur schlecht ist oder ob ich nur so sehe, die Story, aber sie haben gar nichts ausgeschöpft. Wirklich, sie haben sich für das Wenigste entschieden, was man machen kann, finde ich. Und das ist einfach bloß wie eine Rohfassung. Weißt du? Als wenn da alles Mögliche am Ende rausgeschnitten wurde, was überhaupt drin sein sollte. So. Also das und wer hätte der Film wirklich nur, in Anführungszeichen, nur Gewaltspitzen gehabt und wäre mit Kampfchoreografien durch die Gegend geschwungen, hätte ich vielleicht noch einen Appetit gefunden an dem Film. Aber so halt nicht, ne? Ja, ist halt merkwürdig, ne? Weil Regie geführt hat eine Frau, Gina Prince Bythewood, und die hat das Meisterwerk Biker Boys gemacht. Also, ich verstehe halt nicht, warum das nicht funktioniert hat. Genau. Ganz, ganz komisch. Ja. Ja, 125 Minuten, FSK 16, und kann man sich auf Netflix angucken, wenn man denn will. Man kann aber auch Slenderman gucken. Schön, genau, den habe ich auch gesehen. Unfassbarer Schmutz, damit wäre der Film auch schon abgehakt. ja, gut, dann hätten wir das auch erledigt. Du hattest noch eine Serie, wenn ich mich nicht irre. Hattest du nicht noch einen Film? Ich habe noch einen Film, ja. Na, dann zieh du erstmal den Film durch. Ja, also bei Netflix gibt es auch gerade den letzten oder den aktuellsten Teil der, ich nenne es mal, Harry Potter-Reihe halt, Fantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind, Grindelwalds Verbrechen. Mhm. Ja, und das Komplizierteste an dem Film ist eigentlich der Name, weil ich muss mir nämlich überlegen, wie ich das in den Titel unseres Podcasts reinquetsche. ich muss dazu sagen, ich bin halt kein riesen Harry Potter-Fan. So, ne? Ich habe jetzt meiner Freundin die komplette Reihe halt nachgekauft, weil sie sich halt voll darauf abfährt. So, ich habe auch das Gefühl, dass, ja, das ist ein bisschen bescheuert an, aber das ist auch so ein bisschen so ein Frauending halt irgendwie. Also Frauen fahren halt übelst auf Harry Potter ab, habe ich das Gefühl. Danke. ja, okay, ich sage einfach mal, worum es geht. Und zwar wurde beim ersten Teil, wie hieß denn der? Fantastische Tierwesen, ja, genau. Und wo sie zu finden sind. Hat er denn nicht auch noch so einen Nachtitel? Also der heißt ja Grindelwalds Verbrechen und der erste hatte auch noch so einen. Nee, ich glaube nicht, oder? Nicht? Okay. Gut, jedenfalls in dem ersten Teil, wo der Grindelwald, der auch in der Harry Potter Hauptreihe schon des Öfteren erwähnt wurde als böser Bube
Und der wurde gefangen genommen, nach Azkaban gebracht. Und hier bricht er dann sofort, eigentlich in den ersten 5 Minuten, bricht er aus in Form von Johnny Depp. Im ersten Teil eigentlich noch gespielt zu 99% von Colin Farrell. Mhm. Jetzt ist es Johnny Depp, der bricht aus und geht nach Paris und schart so seine Anhänger um sich, weil er gerne Krieg führen möchte gegen die Muggel, also sprich die normalen Menschen. So, ne? Er will halt auf der Welt nur reines Zauberblut haben. Dann haben wir Newt Scamander, die Hauptfigur eigentlich von dieser Reihe jetzt. Und der hat nach den Ereignissen aus dem Vorgänger hat der Ausreiseverbot, also der darf nicht mehr nach Amerika. Und der wird dann aber beauftragt von diesem Zaubereiministerium, dass er diesen Credence Bareborn, der im ersten Teil ja auch von Grindelwald angeheuert werden sollte, diesen schüchternen Jungen, der halt so übermächtig ist, den soll halt, die Namen, ey. Newt Scamander soll ihn halt finden in Paris. Und, was habe ich hier noch? Und Grindelwald will in Paris halt natürlich diesen Credence, weil er halt so mächtig ist, blala, auf seine Seite ziehen. Das Problem an dem Film, und das macht sich hier bei der Inhaltsangabe auch schon bemerkbar, ist, dass der, ich finde, zu viel in einen Film presst. Ja, so. Das stimmt allerdings. Also der hat... Ja. Die Inhaltsangabe, die ich gerade gemacht habe, ist wirklich nur ganz grob umrissen, worum es da geht. Also du hast dann halt diesen Credence in Paris, der sich dann halt noch mit dieser Frau da anfreundet und vielleicht auch ein bisschen anbändelt, die sich halt immer in diese Schlange da verwandeln kann. Das hast du auf einer Seite. Dann hast du halt Newt Scamander, der noch Probleme mit seinem Bruder hat. Dann hast du Dumbledore, der hier auch wieder auftaucht als junger Mann, so, ne? Der halt seine eigene Vergangenheit mit Grindelwald hat, ne? Da wird der Bruder ja ganz viel gemunkelt, ob die nicht vielleicht schwul waren, irgendwie. Naja. Dann hast du den Grindelwald, seine Geschichte halt, wie der seine Leute da um sich, bla. Und du hast halt übelst viele Nebenplots in dem Film und alles zusammengepresst in diesen Film halt, ne? Der sieht wunderbar aus, da kann man gar nicht meckern, um Gottes Willen. Der hat auf jeden Fall seine Schauwerte. Aber ich finde, da ist zu viel drin. Also da ist zu viel Kram drin. Ich habe damals im Kino gesehen und muss da auch sagen, dass ich fand ihn gut, den Film. Also mir hat er richtig gut gefallen, im Gegensatz zu den Kritiken halt, die jetzt, sage ich mal, auch mehr so das Mittelmaß getroffen haben. Aber ich habe mich natürlich auch so von der Optik erstmal ein bisschen blenden lassen, sage ich mal. Weil ich auch zugeben muss, dass im Film selber natürlich... Ich dadurch, dass ich irgendwie habe ich total verpeilt, dass der im Kino kommt und dann hatten wir den geguckt, weil meine Freundin den Fantastische Tierwesen 1 ganz toll fand und sind drin und hatten uns natürlich nicht irgendwie den Teil nochmal angeguckt vorher, weißt du so? Mhm. Das sollte man eigentlich ja immer machen oder macht man ja gerne mal, weißt du so, dass man sich die Filme, die Vorteile nochmal alle anguckt. Ja. Habe ich verpasst und bin darin, hat dann auch vielen Handlungssträngen nicht wirklich folgen können, sage ich mal. Ja, also, ja. Also du hast dich versucht als Zuschauer dann auf 1, 2, 3 Sachen zu konzentrieren, damit du da mitkommst und hast die anderen so ausgeblendet. Also ich muss auch sagen, den seit dem Kinobesuch nicht nochmal geguckt, was ja nicht daran liegt, dass ich ihn schlecht finde, sondern weil ich dann halt einfach der Meinung bin, ich sollte wirklich nochmal anfangen. So, ja, dann, ja, ja. Vielleicht wirklich straight durchgucken und dann, weißt du so, aber ja, stimmt schon, da ist viel hineingepresst in den Film, man wollte zu viel. Auf der anderen Seite gibt es wieder positive Aspekte, was wie gesagt schon die oft genannte jetzt Optik angeht. Ich finde, er sieht halt wunderbar aus, der Film. Ja. Johnny Depp hat endlich mal wieder eine vernünftige Rolle gehabt, seit langem. Also ich fand ihn cool in dem Film, ich habe es gemocht, wie er da auftritt halt. Ja. Ne? Und ja, aber dann kommt halt mal wieder dieser bittere Beigeschmack, dass man halt, wie gesagt, sich an 2, 3 Sachen festhält und dann den ganzen weiteren Strang an der Seite gar nicht so mitbekommt, sage ich mal. Ich finde es halt sehr beachtlich, ne? Also, weil dieses Fantastische Tierwesen-Ding ist ja ein Buch, ne? Und auch nicht so das dicke Ding. Also, das ist ja kein dickes Buch. So. Naja, ist so, so Hobbit-mäßig wahrscheinlich. Ja, genau. Ja. Aber, und das soll ja eine 5-teilige Reihe werden. Warum pressen die dann so viel in diesen Film rein? Also, das verstehe ich auch nicht. Ich habe keine Ahnung. Also, aber das ist ja auch nicht gut gegangen an sich, weil die wollen ja in Teil 3 dann doch so eine Stilrichtung ändern halt, ne? Weil der zweite ja dann doch nicht mehr so viel eingespielt hat. Der erste war ja ein richtiger Kassenerfolg. Der zweite dann ging so, sage ich mal. Ich weiß nicht, warum die das gemacht haben. Also ich kann es mir nicht erklären. Also ich hoffe halt, wenn der dritte rauskommt, dass sie das nochmal überdenken, die Sache vielleicht ein bisschen langsamer angehen, weil ich glaube, bei 5 Teilen für so ein
Buch hättest du eigentlich ausreichend Zeit, um jeden Buchstaben da auseinander zu pflücken. Ja, eben, genau. Ja. Ich kann es dir auch nicht erklären, ich habe keine Ahnung, aber wie gesagt, im Endeffekt müsste ich mir die ganze Reihe nochmal angucken. Ich weiß, dass ich ihn im Kino nicht schlecht fand, weil ich mich wieder auf zwei, drei Sachen konzentriert habe, die Optik mit mir spielen lassen habe und wie gesagt, ich finde die Optik, die hat auch irgendwie sowas, ich weiß nicht, die gefällt mir besser als bei Harry Potter, so, weißt du, so, weil das ist alles so ein bisschen fantastischer gemacht und so, weißt du, so, und gerade eben diese erwähnten Tierwesen, die sehen schon wunderbar aus und so, und ich finde auch überraschenderweise, weil ich halt doch sehr skeptisch war, den Eddie Redmayne, irgendwie mag ich den, ich weiß nicht, ich mag ihn auch in der Rolle so, weiß nicht, der ist halt verschroben, der ist ein bisschen durch. Ich muss ganz ehrlich sagen, Entschuldigung, wenn ich dich unterbreche, aber ich kann mit diesem Newt Scamander, ich kann mit dem nicht viel anfangen, Alter. Es ist irgendwie nicht meine Figur, keine Ahnung. Also irgendwie, der geht völlig an mir vorbei, ich fieber nicht mit dem mit. Ich habe aber das Gefühl, der ist völlig belanglos. der bringt der ganzen Handlung irgendwie nicht viel, keine Ahnung, der schlittert da halt irgendwie so ein bisschen drin. Ja, die Sache ist halt, er ist halt kein Harry Potter, ne? Also ja, genau, ja. Harry Potter ist nun mal die Nummer halt, ne? Die Hausnummer. Ja, ja. Das ist nun mal Fakt, ne? Jeder kennt diesen Namen halt, ne? Und ich will jetzt auch nicht sagen, dass ich jetzt übelst vernarrt in diesem Charakter bin, so weißt du so, aber ich mag halt diesen Schauspieler irgendwie. Ich finde den cool, ich mag den und ich hätte es mir schlimmer vorgestellt. So, wisst ihr, vielleicht, weil ich mit so niedrigen Erwartungen oder vielleicht sogar mit schlechten Erwartungen da rangegangen bin, hat es mich vielleicht ja doch positiv überrascht in dem Sinne. Weißt du, so? Ich finde ja nicht mal, dass der das schlecht spielt oder so, um das Willen. Also die Figur wird ja wahrscheinlich so angelegt sein, so wie er sie spielt. Und der spielt die ja auch gut. Halt diese schrullige und verschrobene und so. Der ist so ein bisschen strange, finde ich halt. Ja, ne? Was auch völlig okay ist. Aber ich finde halt so, wie der der ist ja theoretisch die Hauptfigur in dieser ganzen Geschichte. Und Grindelwald ist nun mal der böse Gegenspieler. So, ne? So wird es ja wahrscheinlich dann im Grunde, so wird das Konzept der ganzen Geschichte dann sein. Und ich finde, dass er bis jetzt als Hauptfigur irgendwie, ich weiß nicht, Alter, ich habe das Gefühl, der ist halt nicht vom Belang so richtig. Also noch nicht, vielleicht kommt noch irgendwas. Das ist halt so das, was ich so das Gefühl habe, dadurch, dass du, wie du schon sagtest, das nur ein Buch ist, glaube ich, stehst du noch mit zwei Teilen übelst am Anfang halt. Ne? Ja. Also, ich glaube, du stehst da wirklich noch so mittendrin, dass da gar nichts so sein könnte, weißt du? Ich glaube, die haben die schon aufgeplustert, die Filme. Ja. Und dann halt, wie du sagst, fälschlicherweise, warum auch immer, dennoch in den zweiten Teil so viel Ringe klatscht. Wer weiß, ob sowas überhaupt im Buch steht. Ja, ja. Ich weiß es nicht. Ich habe nur die ersten 6 Harry Potter Bände gelesen. Ja, ich habe nicht mal den 7 gelesen. Ich habe auch nur Teil 1 bis 4 gelesen damals. Nein, ich habe bis 6. Ich fand die auch übelst, ich mochte die, aber ist auch egal. Ist ja halt Geschmackssache. Aber, Fantastische Tierwesen habe ich halt nicht gelesen und ja, keine Ahnung. Ich gehe halt von aus, dass du halt wirklich am Anfang stehst, ne? Also, da wird wahrscheinlich noch was kommen, wenn die, ich meine, die werden nicht umsonst irgendwie noch 3 Teile für sich geplant haben. Ich meine, das ist schon völlig absurd, erstmal aus einem Buch da 5 Teile zu planen, ist schon mal völlig daneben. Erstmal, das ist krasser als der Hobbit. Ja, das ist schon extrem hart, aber man muss halt sehen, wie gesagt, ich glaube, die Figur steht da noch ziemlich am Anfang und vielleicht wird sie ja noch im Belang, aber erstmal gebe ich dir grundprinzipiell natürlich recht. Mhm. So, also. Aber für mich war es halt so, dass ich da wirklich mit Erwartungen rangegangen bin, dass mich das total aus dem Konzept schleudert, weil du halt, ich ja doch den Harry Potter gut finde. Also ich kann mit Harry Potter eben doch was anfangen und deswegen war es für mich umso schwieriger, den Übersprung sozusagen zu der nächsten Reihe zu kriegen. Weißt du, so, weil eben, ob man das nun mag oder nicht, bei Harry Potter eben doch viele Charaktere sind, die du dann doch kennst. Ne? Also, ja, eben. Du kennst eben alles da halt. Ne? Und bei Fantastische Tierwesen ist halt wirklich, da muss ich schon überlegen, Alter. Das ist echt krass. Ne? Also da gibt es halt nicht viele Charaktere, die dir so schnell als Herz wachsen. Es sind halt eher so die kleinen Figürchen und sowas, so, die du ganz niedlich findest und hier und da. Oder eben die Tierwesen, die dich optisch faszinieren, sage ich mal. Weil dieses kleine Viecher, was er da immer mitnimmt und sowas. Ja, das ist schon süß so, sage ich mal. Aber ja, gebe ich dir recht, weil, wie gesagt, bei Harry Potter, da kennst du halt fast jeden Namen. Also das ist einfach so, egal ob du es willst oder nicht. Und deswegen ist der Übersprung über die Brücke zu dem nächsten Franchise schon ziemlich schwierig und ich hatte halt extrem niedrige Erwartungen und eher Angst davor, dass es nicht klappt und wurde dann halt in dem Sinne, so wie ich da rangegangen bin, halt positiv überrascht. Das hat sich natürlich jetzt positiver angehört, als es im Endeffekt wahrscheinlich sogar ist. Was ich ein bisschen schade finde, also
Nochmal, der Film sieht halt richtig großartig aus, so, aber der ist halt, liegt in der Natur der Sache dann irgendwie, der ist halt vollgeknallt mit CGI, so, ne? Ja. Und ich habe mit meiner Freundin jetzt auch wirklich die Harry Potter-Reihe auch nochmal durchgeguckt, so. Jetzt nicht notgedrungen, ich habe freiwillig nochmal mitgeguckt, aber da hast du halt auch vermehrt so handgemachte Sachen gesehen, ne? Ja. So, also da waren schon coole Sachen drin, wo ich dann halt so auch so ein bisschen meinen Reiz draus ziehe und dann so, ah, das sieht cool aus und das haben sie cool gemacht und bla bla. Und das hast du bei diesen fantastischen Tierwesen, finde ich, weniger, weil da mehr, finde ich, mehr auf Bombast gesetzt Ja, wird, so, ne? absolut, ja. Und was ich auch sehr komisch finde, ich habe das Gefühl, dass diese ganzen Zauberer, die da auftreten, die sind alle 10-mal krasser als alle bei Harry Potter, Alter. Weil da brechen Straßen auf und Häuser brechen zusammen und die ganze Straßen fliegen auseinander und bla bla bla. Und bei Harry Potter machen sie Expelliarmus und dann fliegen kleine weiße Blitze so. Weißt du? Ja, man hat halt das Gefühl, da fehlt irgendwo die Verbindung zu beiden Sachen so, Ja, finde ich. ja. Weil Ich hab das so ein bisschen verglichen mit Star Wars, so, ne? Du hast halt diese alte Trilogie aus den Ende 70ern, wo sie halt ganz normal mit dem Laserschwert kämpfen und dann hast du die Episode 1 bis 3, wo die Saltos machen und rumfliegen und bla 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 und da übelst die krassen Choreos und blablabla und du dich fragst, okay, das spielt davor, aber warum haben die danach nicht mehr so gekämpft? So, weißt du, das macht halt keinen Sinn Ja, irgendwo. es macht keinen Sinn, Also ich stimmt. finde es bei Harry Potter jetzt nicht so schlimm, um Gottes Willen, da ist es nicht so extrem, aber die Frage kam halt irgendwie bei mir auf, warum sind die alle so übelst krass, Alter? Und bei Harry Potter kommt dann halt so ein kleiner Blitz da aus dem Zauberstab, so. Ich habe mich sowieso immer gefragt, so als ich sag mal Harry Potter-Laie mehr oder weniger, wie das mit den Zaubersprüchen abläuft, weil in der Regel sagen die ja den Zauberspruch und dann kommt da irgendwas halt raus. Da passiert was so, ne? Hat dann der gewonnen, der als erstes das Wort sagt, oder wie läuft das? Oder? Also, ne? Und in den ersten Teilen ist mir auch aufgefallen bei Harry Potter, da sagen die das auch gar nicht. Da machen die nur mit dem Zauberstab so und dann kommt da halt irgendwas so, ne? Und später kommt ständig Expelliarmus, 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 also wie so ein, ne? Wiederhole ich ständig dieses Wort, damit da irgendwas passiert so. Also ganz komisch. Aber was ich der Reihe auf jeden Fall zugutehalten muss, der Regisseur ist halt geblieben, ne? Also der Yates, der die letzten vier Drei Teile? meine ich. 3 oder 4, glaube ich. Naja, ist ja auch egal. Von den älteren Filmen, sag ich mal, gemacht hat, der hat auch die Ja. neuen jetzt. Also das Ding ist halt einfach, Entschuldigung, das Ding ist halt einfach, dass ich muss sagen, ich fand Fantastische Tierwesen 1 besser. Gerade weil es auch so der Beginn war. Und bei so einem Beginn, da brauchst du auch noch nicht viel, sag ich mal, so, ne, da lernst du halt auch vielleicht die Figur so ein bisschen kennen und hier und Ja, da. Das funktioniert halt ganz gut. Und der war halt ruhiger erzählt gewesen. Der war noch definitiv, ja. nicht so bombastmäßig gemacht, so halt, ne? Ich fand aber den zweiten halt doch deutlich besser, als die Kritiken zugelassen haben. Trotzdem hat er halt gewisse Probleme, die ausgebügelt werden müssen. Und ich hoffe, dass dieses Umdenken halt wirklich stattgefunden hat, dass der dritte halt wieder punkten kann. Weißt du, so, also, weil das Problem ist halt einfach, man sieht halt einmal drüber hinweg. Das hat man bei Harry Potter ja auch gemacht, sozusagen. Ne? Da gab es ja auch mal einen Teil, der jetzt mal weniger gut war. Also, das heißt weniger gut. Du verstehst schon, was ich meine. Also, du ziehst den halt vielleicht so mit. Und dann ist aber auch gut. Und so muss es halt hier auch sein. Ne? Also, es darf nicht nochmal passieren, weil beim nächsten Mal findest du den Film dann halt nicht mehr so gut, weil es halt wieder auf dieselben Fehler gesetzt wurde. Weißt du? So, und da muss auf jeden Fall das Umdenken. Muss sich fürs Publikum lohnen, sozusagen halt. Ne? Definitiv, ja. Und das hoffe ich auch. Also, so kann ich erstmal mit leben, dass es den gibt, Grindelwalds Verbrechen. Darf aber kein wiederholter Fehler werden, dennoch. Ne? Ja, ist halt nur die Frage, weil die Joanne K. Rowling, die schreibt ja die Drehbücher mit, ob die nicht sogar einen großen Anteil daran hatte, dass der Film halt so vollgestopft war, so, ne? Weil, Ja. vielleicht, ich meine, ich kenne das Buch nicht, aber ich kann mir auch, um Gottes Willen, ich will der Frau nichts unterstellen, aber ich kann mir auch gut vorstellen, dass sie sich dann dachte, jetzt habe ich hier die Chance, so, jetzt kann ich dem Buch viel mehr Futter geben und viel mehr Nebenkram und so reinbauen, so, ne? Naja, Und dann hauen wir den Film voll, aber es so. wäre halt ein mega Fehler halt, ne? Weil wie gesagt, ich meine, du hast 5 Filme Zeit für ein Buch, ne? Ich meine, da könntest du, wie gesagt, jeden Buchstaben auseinanderpflücken und da muss es doch wirklich nicht sein. Das ist doch Quatsch. Wie gesagt, wenn die 5-teilig wird, die Reihe, aus den 5 Filmen, da kannst du Grindelwalds Verbrechen auf jeden Fall mitziehen, weißt du so? Wenn die nächsten wieder funktionieren, weißt du so? Dann ist es alles in Ordnung. Aber wenn jetzt nur der erste da ist, der zweite als Mitzieher und die nächsten drei auch Mitzieher werden, dann hast du echt versagt halt. Ne? Dann ist blöd halt, ne? So sag ich mal.
Ein bisschen was anderes. Wie ist es eigentlich mit Johnny Depp? Ist der bestätigt für die anderen Teile? Oder kann es sein, dass der durch seine Skandierchen da einfach auch ausgetauscht So wie wird? ich gehört habe, wollen die den nicht austauschen. So war das festgelegt vom Regisseur wohl selber. Vor allen Dingen, weil ja auch rausgekommen ist, dass es gar nicht so viele Skandilchen da Ja. dranhängen. Und ja, mal schauen. Also Johnny Depp ist halt ein bisschen ein Problem, weil mag man dem Film ja sagen, was er will, aber ohne den Film hat Johnny Depp halt momentan gar nichts. So, und Ja. bei Grindelwald hat er halt einfach das gespielt, was er am besten kann. Und ich finde, hat er funktioniert, weißt du so? Ich finde, er spielt auch für seine Verhältnisse noch sehr geerdet. Also er spielt nicht den übelsten Nee, Psychopathen und so ja. übelst durchgeknallt, aber Weil er sieht halt sau cool aus, finde ich so. Und ja. er hat halt seine Rolle und die passt zu ihm. Und daraus kann sich was entwickeln, weißt du? Und ohne das steht er halt erstmal blöde da, weil was macht er denn groß, weißt du so? Also, Ja. das. Fluch der Karibik haben sie ihm ja scheinbar jetzt auch weggenommen. So. Ja, schwierig. Das Problem ist natürlich, dass bei Fantastische Tierwesen, ich meine, das haben sie ja bei Colin Farrell auch gemacht, wobei es natürlich von vornherein wahrscheinlich geplant war, aber Ja. die Fresse können sie halt einfach ändern, wenn sie Bock haben, so, Ja, ne? klar, Dann können sie halt sagen, ja. oh, dann spielt jetzt, weiß ich nicht, Tom Hanks den. Naja, so wie ich es mitbekommen habe, soll er bleiben, ja. Ah, gut, alles klar. Ja, also wegen kann ich die Filme empfehlen? Naja, alle, die auf Harry Potter Ja, eigentlich schon, stehen. ja. So. Wer mit der Reihe nichts anfangen kann, sollte auf jeden Fall den ersten erstmal gucken. Man muss, glaube ich, nicht mal die Harry Potter-Filme geguckt haben, aber zumindest den ersten Teil von Fantastische Tierwesen. Nee, man könnte wahrscheinlich Fantastische Wesen, können wir ihn zuerst gucken. So, dann. Ja, meine ich ja. Ja, Also, dann. ja, aber um den zweiten zu kapieren, muss Ja, man den klar, ersten von ja. Fantastische Tierwesen erstmal gesehen haben, denke ich. Ansonsten blickt man da wahrscheinlich nicht so großartig durch, aber ist auf jeden Fall sehenswert. Also kann man auf jeden Fall gucken, Ja, aber aufpassen am besten. So, eben. ne? Nicht aufs Klo rennen und den Film weiterlaufen lassen. Ansonsten checkt man nicht viel. Gibt es jetzt mittlerweile auf Netflix. Geht 141 Minuten und ist ab 12. Übel. Übel. So, bist du mit deinem Hauptprogramm durch, oder was? Ich bin mit meinem Programm nicht durch, ja. Ich habe noch zwei Sachen. Bei der einen kannst du ja mitreden, auf jeden Fall. Erstmal komme ich nochmal zu einem Thema, was ich. Habe ich das vorige Woche angeschnitten oder davor die Woche? Ist auch völlig egal. Ich habe nämlich jetzt endlich Bungee zu Ende geguckt. Ah, Hab da zu der Story jetzt nichts weiter zu sagen. Die habe ich erzählt. Und komme eigentlich nur zu dem Endresümee sozusagen. Das ist total Dreck. Nee, also pass auf, das Problem ist, ich habe danach ein bisschen recherchiert und habe dann auch so ein paar Sachen rausgefunden. Und zwar, dass für Bungie eigentlich doch 6 Staffeln geplant waren, Okay. vom Showrunner aus. Aber HBO hat rechtzeitig Bescheid gesagt, so konnte der Regisseur sich darauf einstellen, die 4. Staffel als letzte machen sozusagen. Aber mussten wahrscheinlich umschreiben. So, also ich denke, er hat viel mehr geplant. Das merkst du der Staffel auch an. Was ich überhaupt nicht verstehe, ist, dass die letzte Staffel nur 8 Folgen hat, anstatt 10. Also das ist schon mal so, Okay. das ist so Game of Thrones-Style. Also das verstehe ich überhaupt gar nicht. Na, hat die Serie generell wie bescheidene Quoten? Oder weil HBO muss ja einen Grund haben Nee, zu sagen. überhaupt nicht. Keine Ahnung. Die HBO meinte, die Story wäre auserzählt. So, ganz komisch. So habe ich es mitbekommen. Die Okay. Quoten haben gestimmt und sie erfreut sich ja auch großer Beliebtheit, die Serie. Ein Kollege von mir hat sich die jetzt auch gekauft. Die Sache ist, wir haben die zu Ende geguckt und es ist ganz komisch. Du merkst der Staffel an jeder Phase an, dass sie einfach mehr zu bieten gehabt hätte. Also erstmal fängt sie an, indem sie 2 Jahre danach spielt. So halt, ne? 2 Jahre nach den Geschehnissen der 3. Staffel. Was schon mal so ein Punkt ist, musst du wahrscheinlich machen. Geht gar nicht anders, weißt du so? Dann versucht man wieder 1000 Handlungsstränge zu beenden, weißt du so? Aber es wirkt nicht ganz so gepresst und der ganz spezielle Punkt, der hier auffällt, ist, dass trotzdem jede Folge für sich genommen eine gute Episode ist halt. Ne? Auch die Finalepisode ist sau stark. Also die ist richtig geil und sie haben versucht, so gut wie möglich das da zu Ende zu führen und sowas. Also das ist schon cool gemacht und man hat auch so das Herz ist dabei, so, weißt du so. Also ich respektiere das, was die da auf die Beine gestellt haben, um nochmal einen Schluss zu finden. Es ist halt nur leider sehr schade, wie gesagt. Ich finde, man hätte viel machen können, gerade mit den neuen Figuren, die drin kamen. Gerade der Tom Pelpai, wie heißt der? Ich fand Von Rosa, den gell? Nachnamen, der bei Ozark Ben spielt, der ja da der ehemalige Neonazi ist und
Der hat auch seinen großen Moment da sozusagen, der auch echt übelst heftig ist, also richtig bösartig. Nur leider ist damit für mich die Sache noch nicht gegessen, so halt, ne? Und da hätte man richtig was draus machen können aus der Figur Kurt Bunker. Mhm. Wäre doch viel gegangen und man hatte definitiv noch viel mit dem vor, da bin ich mir hundertprozentig sicher. Denn es geht ja eigentlich um eine ganze Nazi-Gruppe, Generation, die da ist, ne? die eher mal sozusagen so als ein bisschen wie so eine Vorbildfunktion war und sowas, ne? So American History X-Style. Wollte ich gerade sagen, ja. Und die sind ja nicht weg. Die sind ja nicht weg vom Fenster sozusagen. Also es geht halt nur um eine Figur, die sozusagen weg ist. Das wirst du ja dann sehen, wenn du sie mal guckst. Ich glaube, dass es dir trotzdem gefallen wird. Hm. Auch die letzte Staffel wird dir gefallen, weil eben jede Episode für sich genommen brachial geil ist. Nur leider wird dir auch auffallen, dass die den Druck hatten, mehrere Sachen zu einem Abschluss bringen zu müssen. Man wird wahrscheinlich ein bisschen gehetzt. Und nee, wirkt gar nicht mal gehetzt. Gehetzt wirkt es nicht. Es wirkt einfach unfertig. So ein bisschen, weißt du so. Am Ende, die letzte Episode, da machen sie viel wett, viel gut, muss ich sagen. Die haben sie wirklich fantastisch hinbekommen, richtig geiler Abschluss. Aber eben, da wäre mehr gegangen. Also mit 6 Staffeln, ich hätte so gerne mehr gesehen. Wirklich so unfassbar schade, dass die zu Ende ging. Ist das denn jetzt die letzte Folge, das Originalende, was der Serienschöpfer sich da gedacht hat, oder musste er da auch irgendwie... Ich denke, er hat improvisiert. Ich denke, da wäre noch mehr gegangen, also an sich. Aber trotzdem muss man immer mit dem Gedanken rangehen, und wenn du es jetzt von mir weißt sozusagen, gehst du ja auch mit dem Gedanken ran. Es ist halt möglich, ne? Also selbst Game of Thrones hätte es besser machen können in der letzten Staffel. Ja. Ja. Also trotz 8 Folgen, wie gesagt, warum auch immer die Staffel kürzer ist, die hätte man, wenn dann noch länger machen müssen, auf 13 Folgen, ich weiß nicht, keine Ahnung. Aber selbst diese kurze Laufzeit mit Handlungssträngen, die sie beenden müssen, dann haben sie, sag ich mal, zum Glück, sag ich mal, irgendwie am Anfang diese 2 Jahre überbrückt. Dann hast du so ein bisschen, okay, alles klar, da ist wahrscheinlich das und das passiert, so, weißt du, so. Musste sein. Und die hebt sich so ein bisschen ab, weil da was passiert, was mit den anderen Staffeln nicht mehr so viel zu tun hat. Und okay, so hebt sich die Staffel ab und hat eine andere Richtung. Mhm. Keine schlechte Richtung, sondern einfach, habe ich das Gefühl, eine Richtung, die eingeschlagen werden sollte in der letzten Staffel, wenn es die 6. gewesen wäre. Weißt du so? Ah, okay, ja. Es ist wirklich sauschade, und ich hätte wirklich gerne 6 Staffeln, weil ich fand die fantastisch, die Serie. Also müsste ich 10 Punkte vergeben, würde ich der ersten Staffel 9 geben, der zweiten 10, der dritten 10, weil die dritte war eigentlich die beste, wirklich, die war phänomenal, meiner Meinung nach, und der letzten würde ich immer noch 8 geben, also immer noch gut, ja. Aber es ist wirklich sehr, 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 sehr schade, und das hat mich echt geärgert, weil sie doch so viel zu bieten hatte eigentlich, ne, und du halt, sag ich mal, wie soll man das erklären? Du hast von vornherein so viele Handlungsstränge gehabt ab der ersten Staffel. Da der Böse, da die Machenschaft, da sitze, bum bum, alles und so weiter. So, dann noch Nebencharaktere, die mit einfließen und zu Hauptcharakteren werden und so weiter und so fort. Und das hatte man halt in jeder Staffel, hatten sie halt diesen nochmal extra roten Faden, sage ich mal, der sich durchgezogen hat. Und den haben sie auch beendet, ne, sozusagen. Mhm. Und der war beim 4. haben sie halt, mussten sie halt sozusagen diesen roten Faden gehen lassen, den extra roten Faden, der hundertprozentig gekommen wäre. Und der extra rote Faden wäre in dem Fall dann Kurt Bunker gewesen, meiner Meinung nach, der wieder Potenzial nach oben bis zur Grenze gehabt hätte. Ich fand den fantastisch, ja, diesen Tom Pelfei, keine Ahnung. Der ist einfach genial. Ich weiß nicht, wo der letzten Jahre gewesen ist. Der war wirklich, also phänomenal gespielt. Und der hat seinen ganz großen Moment in der Serie, in der letzten Folge. Da haben alle ihre großen Momente, haben es gut zu Ende gebracht, ich habe für die Showrunner extremen Respekt, was sie aus der letzten Staffel gemacht haben, bei dem Druck, den die hatten. Ich glaube, jeder, der die Serie guckt, kann zumindest sagen, okay, mit dem ganzen Hintergrund, bla bla, ist es in Ordnung, so wie es ist. Also, aber es ist halt verdammt schade. Also, ja, muss ich auch sagen, weil sowas hört man, oder ich habe nicht das Gefühl, dass HBO so eine, ich sag mal, Produktionsfirma irgendwie ist, so, die sowas generell macht halt, ne? Also Serienmachern irgendwie was vorschreibt, den Druck macht, etc. Ja. Weil genau deswegen bin ich der Meinung, sind halt diese HBO-Produktionen so gut halt, ne? Weil die halt erstmal ein Auge dafür haben, was cool ankommt, was gut ist. Und die halt die Leute einfach machen lassen halt, ne? Also die lassen denen halt irgendwie Freiheiten so, und die buttern auch ein bisschen Geld rein, so, wenn sie es natürlich finanziert, aber die lassen die Leute halt machen.
Und ich habe nicht das Gefühl, dass das hier halt, wie gesagt, so eine Schmiede irgendwie ist, die dann sagt so, nee, aber keinen Bock mehr, jetzt mach mal bitte die vierte Staffel. Ganz schnell, Ja, fertig, ist halt so. komisch. Ich weiß auch nicht, was da wirklich abgelaufen ist. Das war jeweils so die Begründung, die ich gelesen habe. Und ich als Zuschauer muss sagen, nee, das war nicht auserzählt. Also auf gar keinen Fall. Ne? Das merkst du der vierten, wie gesagt, in jeder Sekunde auch an. So, das ist so, wie gesagt, die geben sich große Mühe, aber alles zum Ende zu bringen. Und es wirkt auch, wie gesagt, nicht so gehetzt. Da sieht man halt, dass Game of Thrones dann doch versagt hat am Ende. Also, denn die haben sich wirklich einen Kopf gemacht, was sie da tun, halt, ne? Wie sie es sinnvoll zu Ende bringen, wie sie vielleicht die Zuschauer befriedigend entlassen können aus der Serie. Aber ja, ich hätte gerne, sehr, sehr gerne 6 Staffeln gesehen. Das wäre wahrscheinlich perfekt gewesen. Also, na, ich habe selten bei einer Serie so getrauert, dass da nichts mehr kommt. Also, ja. Ja, und bei Game of Thrones war es ja genau das Gegenteil, ne? Also da wollte HBO wollte ja mehr. Zu Recht. Nur, So. Aber Benioff und DB Weiss, die hatten halt keinen Bock mehr so, ne? Das ja. merkst du, der achten halt an. Ich weiß natürlich nicht, wie es läuft. Ist ja auch dieses Cinemax, das ist ja sozusagen so eine HBO-Schwesternfirma, sag ich mal. Also HBO hat da natürlich ihre Finger mit drin, aber die haben ja immer so eine Untersendermannschaft. Und das ist halt Cinemax. Und ach, da kann ich ja gleich mal ein bisschen überleiten. Wir haben heute gleich die nächste Serie angefangen von Cinemax, Strike Back. Ersten 2 Folgen guckt. Sehr unterhaltsam wieder, also sehr cool. Ich habe irgendwie das Gefühl, die legen so Wert auf so eine Action-Dinger, Alter. Also, weißt du, so, da geht es dann halt so um so eine Spezialeinheit, die da auch, soll auch so aus wahren Nachrichten so sein, so halt, dass die da in so Kriegsgebiete gehen und dann irgendwelche Anschläge vereiteln und hier und da und bla bla. Also, weißt du, also dieses ganze Drumherum, weißt du, so. Und da halt irgendwelche aus Gefangenschaften rausholen und das ist nicht alt. Und die ersten 2 Episoden waren mega spannend gewesen, mega blutig. Ich glaube, darauf liegt dieser Cinemax-Sender Werte irgendwie, also auf sowas so. Wie jetzt wie coole Typen und du siehst schon die Parallelen zu Benji irgendwie so, obwohl es ein ganz anderes Thema ist. Aber du siehst irgendwie immer schön geile Mucke und spannend und hier und da und Tempo, die legen Wert auf Tempo. Also Bungie ist von Tempo geprägt, Alter. Da ist jede Folge ein Volltreffer so. Und wenn es jetzt so weitergeht bei Strike Back, dann bin ich voll dabei. Da gibt es 8 Staffeln, wurde jetzt 2020 beendet. Und die ersten 2 Episoden, da muss ich gleich wieder sagen: Tempo, Blut, Action, alles was du brauchst, Alter. Vielleicht einfach nur so eine Sparte, die sie für sich entdeckt haben, so, weißt du, so. Denn bei nachgegoogelt wegen den Showrunners von Bungie und hat da gleich die nächste Serie entdeckt und zwar Warrior heißt die und die ist auch mega gut bewertet und klingt auch so interessant und zwar ist nach einem Skript von Bruce Lee geschrieben und da geht es um so einen Bürgerkrieg in Chinatown, ne? Also so, wo dann halt die Chinesen da halt sich da durchkämpfen durch das ganze, sag ich mal, Bürgerkriegsgetummel und da ist ja alles noch so ein bisschen auch mit Rassismus verbunden und etc. Und hab mir das kurz durchgelesen und mir den Trailer angucken und dachte gleich so, boah, nimmst du auch gleich mit. Also scheinbar haben die ihre Sparte einfach so, die Serien sind doch immer ab 18, aber warum nicht? Sage ich mir so. Also, ich muss nicht immer eine logische, wie hat Bungie, habe ich ja schon letztes Mal gesagt, Logik ist da viel am Platz. So. Also, ich sage jetzt nicht, dass alles unlogische Enden hat oder sowas. Hat ja auch gar nicht, weil die versuchen ja trotzdem immer irgendwie, wie ich erklärt habe, ob es nun realistisch ist, sei mal dahingestellt. Aber der Unterhaltungswert, das Tempo, was die Serie fährt, ist halt der Wahnsinn halt. Ne? Also, die Figuren, du hast immer Figuren, die sofort, Alter, dir ans Herz wachsen halt. Ne? Und dann hast du Bösewichte, die sind nicht 0815 Schablonenbösewichte. Nein, du hast bei Bungie einen, der heißt Proctor, habe ich ja auch mal erzählt hier, so ein Amish-Typen da, der hat halt auch eine Gefühlswelt in sich, weißt du so? Also, das sind halt so Sachen, die dich total begeistern vor davon halt. Da sei mal außen vorgestellt, ob da Realismus drin ist, drauf geschissen, Alter. Also, ja, damit kann ich gut leben, wenn der ganze Rest stimmt halt, ne? Die scheinen, wie gesagt, so eine Sparte für sich gefunden zu haben. Strike Back scheint so in dieselbe Kerbe zu schlagen. Und das werden wir erstmal durchgucken. Danach werde ich den Warrior anfangen. Und ja, das Gehalt, Strike Back ist halt nur vom Sender, aber Warrior ist halt tatsächlich von denselben Showrunnern wie von Bungie. Und da bin ich natürlich hellhörig geworden halt, ne? Ja, das ist auch so ein Ding. Ich weiß bis heute nicht, warum ich es nicht auf die Kette kriege, mir Sons of Anarchy anzugucken, weil ich halt, ja, wie beide ja eigentlich große The Shield-Fans sind, so, ne? Und dieselben Macher haben halt Sons of Anarchy gemacht und auch sehr viele Leute von The Shield, viele Darsteller spielen halt auch zum Teil halt damit.
Ich verstehe es auch nicht, warum sie es nicht gebacken kriegen. Und sogar Stephen King hat ja da einen Kurzauftritt, so, ne? Also, ja, ganz komisch, warum ich diese Serie einfach noch nicht. Ich habe es noch nie gebacken gekriegt, diese Serie zu gucken, richtig. Also. Aber siehst du, das ist auch wieder so ein Ding, hatte ich kurz bei der Freundin vorhin. Quatsch, wir knallen so eine Serie wie Bungie zum Beispiel einfach durch. So, bam. Ja. Und jetzt haben wir jetzt Zweigwerk angefangen, zwei Episoden, haben dann auch gleich gesagt, so, das gucken wir weiter, Alter. Mhm. Und warum machen wir das? Weil da halt übelst Tempo drin ist, ne? Also da ist ein übelstes vorgegebenes Tempo, was dich wirklich die ganze, mit dich als Zuschauer gleich mittemporisiert sozusagen. Also gleich so durchballern. Weil du am Ball gehalten wirst die ganze Zeit, weißt du so? Mhm. Und das ist halt dann schwierig, wenn du dann eine andere Serie anfängst, so, die vielleicht dann, sag ich mal, auch Füllerfolgen hat und sowas, weißt du so, da musst du auch Bock drauf haben, so, das ist halt einfach so, ne, also, keine Ahnung, bei uns, wir haben so jedenfalls das Gefühl gehabt, wie gesagt, bei Bungie, da war ab der ersten Folge gleich Full Speed und so ging es halt nur, ne, also von Folge 1 bis der letzten ging es nur so durch halt, ne, und dann ballerst du so eine Serie eben mal weg, das ist, ja. Das ist halt so ein Stilmittel, was die haben offensichtlich, wie gesagt, und das funktioniert einfach. Solange das natürlich, also solange es funktioniert, ist ja okay, aber um mal ein bisschen was vorwegzunehmen, ich habe zumindest schon die zweite Staffel gesehen von How to Sell Drugs Online Fast, werden wir auch wahrscheinlich in der nächsten Folge oder übernächsten Folge auch mal richtig besprechen, ja. Aber da war es mir halt zu schnell. So, also da werden halt Handlungsstränge, finde ich, zu schnell abgehakt und allein die Serienanzahl ist für mich zu kurz, so, ne, um halt Sachen oder Probleme innerhalb dieses ganzen Konstrukts, innerhalb dieses Themas, was die Serie halt aufmacht, die werden halt für mich nicht zu Ende erzählt halt. Also, oder kommen zu kurz. Ja, ja. So. Ist natürlich ein Unterschied, wenn du eine Serie hast, die 6 Folgen a 25 Minuten hat. Ja, ja. Oder halt wie bei Bungie oder Strike Back, dann hast du halt immer 10 Episoden pro Staffel, die 45 bis 60 Minuten gehen. Ne? Das ist natürlich ein Unterschied. Und wenn du dann bei 45 bis 60 Minuten das Tempo hältst, ist schöner. Ja, so, ja, klar, gebe ich dir vollkommen recht. Ja. Naja, gut, um mal mit der Schwärmerei aufzuhören, ich empfehle dir Bungie auf jeden Fall, guck's dir an. Ich glaube, du wirst nicht enttäuscht sein, aber ich bin ziemlich sicher, weil man einfach sowas auch mal braucht. So, weißt du, so einfach Fullspeed und gib ihm, weißt du so. Ja. Dann habe ich noch, da kannst du ja wahrscheinlich mitreden, ich habe The Boys zu Ende geguckt endlich mal. Ja, die erste Staffel. Die erste Staffel. Ja. Ich hatte nach 4 Folgen aufgehört und Gott weiß warum, weil ich fand die eigentlich cool. Mhm. Und jetzt mich dazu entschlossen, endlich mal die letzten 4 durchzuballern. Und ich muss sagen, ich weiß immer noch nicht, warum ich abgebrochen habe, weil ich die Serie übelst geil finde. Alter. Also, die ist schon übelst krass. Und da muss ich jetzt doch nochmal auf Bungie zurückkommen, weil mir übelst spät aufgefallen ist, dass Homelander. Ja, der spielt ja mit, ne? Genau, das ist der Darsteller von Lucas Hood bei Bungie. Ja, das ist ja in der letzten Folge, hast du das ja schon mal gesagt. Übelst krass, ey. Das ist übelst heftig. Also, The Boys ist halt übelst abgedreht, böse, blutig, also extrem. Extrem zynisch halt auch. Ja, ne? Homelander ist eine extrem ekelhafte, sadistische Figur. Auf jeden Fall, also, ja. Total krass, aber der spielt das mega cool, finde ich halt, ne? Immer diesen manchmal so bescheid grinsen und hier und da. Finde ich mega geil. Und um es mal ganz kurz zu machen, weil ich habe da jetzt auch nicht so viel zu erzählen. Ich war überrascht von dem Gewaltgrad, der noch aufgedreht wurde jetzt in den Episoden. Also gerade als Haley Joel Osment aufs Waschbecken geknallt wird und die Gesicht zertrümmert wird, da habe ich gedacht so, meine Fresse. Das Ende war oberböse. Also das war echt so gar nicht witzig. Und das fand ich auch, das Ende war übel. Das war richtig finster. Und halt eben nicht mit diesem übelsten, weiß ich nicht, vielleicht Bombast oder so oder mit der übelsten Gewalt oder so drin, was du ja vielleicht von so einer Thematik halt Superhelden-Ding so wie erwartest, sondern halt so ein zwischenmenschliches Ding, ne, wo du denkst so, oh, kacke, Alter. So wirklich jetzt so Brainfuck halt. Oh, so, übel, übel. Und ich muss auch sagen, die ist optisch wirklich wunderbar gemacht, ne? Also die scheint auch nicht billig gewesen zu sein, sag ich mal. Ja. Und ich kann es wirklich kaum erwarten, bis die zweite Staffel am 4. September dann auf Amazon anläuft. Weil ich habe den Trailer gesehen. Hast du den schon geguckt? Nee, den habe ich noch nicht gesehen. Ah, der ist wirklich wunderbar. Wirklich. Also absolut genial. Hat meine Vorfreude halt noch mehr geweckt halt, ne? Ich kann es wirklich kaum erwarten. Bitte lass endlich den 4. September ankommen. Ich fand die Serie wieder böse, bösartig, blutig,
Total sadistisch, total abgedreht, merkwürdige Charaktere, auch so ein bisschen kritisch gegenüber manchen Sachen, weil ich den komischerweise so ekelhaft der Homelander ist, kann ich den Sachen nachvollziehen bei dem, dass er halt nicht immer diesen Grinsemann sein will, dass dieses gute Image pflegen, immer der Tolle sein vor der Kamera und sowas. Das ist ja sein Kritikpunkt daran eigentlich auch. Und ich kann ihn sogar ein bisschen verstehen, so weißt du, in dem Ganzen oder so. Also wirklich eine ganz, ganz, ganz geile Serie. Also ich weiß, wie gesagt, die nächste, zweite Staffel, die werden wir auf jeden Fall gleich durchknallen. Ich fand die auch super. Was mir gerade irgendwie als erstes eingefallen ist, glaube ich, sogar in der ersten Folge, wo die alte. Wie war denn das? Ah ne, der rennt durch die durch. Stimmt. Der rennt durch die durch, so fängt ja der ganze Ja, Storyverlauf genau. an, Flash für Arme sozusagen. rennt ja dann durch die durch. Ja, Ja, genau. du merkst halt, dass alle Superhelden auf die Schippe genommen werden. Aquaman, Wonder Ja, Woman, genau, dann ja. der Homelander ist so eine Mischung aus Superman und Captain America. Ja. So halt, also da wird halt alles auf die Schippe genommen und alles extrem überspitzt gezeigt. Und fand ich halt mega cool. Kann total in die Hose gehen, sowas. Ja. Finde ich, also es kann auch lächerlich wirken. Es wirkt aber zu keinem Zeitpunkt da lächerlich irgendwie. Also, ja. Und der Gewaltpegel ist doch ziemlich Der ja, angezogen. der ist schon gut da, Ja. definitiv. Auch die Schimpfwörter, die da fallen, sind jetzt nicht gerade selten. Also, ja, für alle, die sich vielleicht für eine zynische Abrechnung auf Superhelden-Genre, so, ne, wer irgendwie da Interesse hat, unbedingt The Boys gucken, kommt ja jetzt demnächst dann die zweite Staffel. Und vorher kann man sich die erste auf jeden Fall nochmal reinknallen, Genau, wer es noch nicht gesehen hat. wusstest du, dass die ersten 6 Megabände, also wahrscheinlich die ersten Storyverläufe, denn die von den ersten Staffeln wahrscheinlich von DC sind? Ach, echt? Naja, also es hat dann später ein anderes Label übernommen, aber die ersten vielen Geschichten, die es da gab, die sind von DC. So Okay, halt. krass. Naja, also Das das ist cool, ja. habe ich auch erstmal nachgelesen, sag ich mal. Ja, da hat, sagen Sie mal, da haben Sie jetzt, sage ich mal, doch dann mal wieder zur Abwechslung keinen Griff ins Klo Das stimmt, ja. gemacht. Ja. Gut, hast du noch News? Ich habe an sich erstmal, naja, ich habe, das habe ich noch überlegt, ob ich das mal anspreche. Was mir ein bisschen selber so ein bisschen am Herzen liegt, ist halt mit dem Kino, ne, jetzt gerade wieder. Wollte ich auch ansprechen mit der ganzen Genau, Verschiebungsgeschichte und also so. wir kennen es ja mittlerweile, Verschiebung hin, Verschiebung her. Und erst bin ich da auch ziemlich neutral rangegangen. Mittlerweile muss ich aber ehrlich sagen, dass es mich nervt. Es nimmt mich auch mit, weil ich denn doch langsam das Kino vermisse, was ich vorher gar nicht so mitbekommen hatte. Weil ich, wie gesagt, immer so gedacht habe, ja, ist ja verständlich, aber so langsam ist es dann auch gut. So, es ist so, also mich fuckt es ab, jedes Mal zu hören, das wird verschoben, das wird verschoben, das wird verschoben. Und es sind jetzt wieder große Sachen und ich habe das Gefühl, dass das nicht mehr lange dauert, bis so einige Sachen wieder nachziehen. Also ich glaube, Wonder Woman hat keinen, hat, wird, wird, wird auch weiter verschoben, denke ich. Was war es jetzt? Tenet wurde verschoben, A Quiet Place wurde verschoben und Top Gun 2, alles auf 2021. Ich denke mir, wo ist denn da eigentlich jetzt noch der Sinn? Das ist ja wie eine Hexenjagd, ja? Das ist so ein bisschen so ein Teufelskreis, der, sage ich mal, für gar nichts was Gutes bedeutet. Also für niemanden, weil du kannst ja jetzt verschieben, wie du willst, aber du kannst ja nicht alles, was an Blockbustern war, auf 2021 schieben. Dann kommen die alle hintereinander, hier und da, bla bla. So, aber mal abgesehen davon, wenn es so weitergeht, dann wird es 2021 keine Kinos mehr geben, die das. Ja, Du eben, weißt du so, ja. also das ist ein Riesenproblem und das können die einfach nicht machen, bin ich der Meinung. Also langsam muss gut sein. Also wenn in Amerika so ein Ding nicht anläuft, dann ist das eben Pech. So, weißt du so, mittlerweile bin ich der Meinung, weißt du so, weil dann geht es eben nicht. Aber andere Länder, wo langsam so die Zahlen sinken sozusagen, fallen, Ja. da muss jetzt endlich was passieren, weil ich glaube persönlich, wir werden ein Riesenproblem kriegen, wenn das so weitergeht, weil 2021 sehe ich in unserer Gegend hier alleine schon, in unserem Umkreis, wo wir beide wohnen, Kinos schließen. Also Ja, definitiv, das klar. wird passieren. Und was nützt mir das, wenn ich 2021 voll mit Blockbustern habe, aber Und kein kein Kino Kino mehr hab. da ist, ja? Genau, ja. Also sicherlich werden nicht alle schließen, gar keine Frage, aber es gibt bei uns ja auch kleine Nischenkinos und hier und da. Und die werden nicht überlebt haben. Das ist, glaube ich, mir ziemlich sicher. Ich habe natürlich auch nicht viel recherchiert, viel nachgelesen, aber langsam nimmt es mich ja doch mit. So, weißt du, so, was vorher mir gar nicht so aufgefallen ist. Und ich will das auch nicht mehr. Also, ja, ich habe das Gefühl, es wird nicht lange dauern. Wonder Woman wird das nächste Ding sein und dann Dune wird dieses Jahr auch nicht mehr anlaufen. Glaube ich Weil auch nicht, ja. das ist.
Wie soll das weitergehen? Wie soll das weitergehen? Also. Was ich an der ganzen Thematik so schlimm finde, ist, dass die Filme ja nun mal verschoben werden, weil die in Amerika nicht laufen dürfen. So, ne? Weil die Zahlen da immer noch Ja. steigen, so. Und was mich so sauer daran macht, ist, dass es auch niemanden gibt und vor allem nicht diesen, entschuldige, wenn ich das jetzt so sage, aber nicht dieser Vollidiot, der da an der Spitze, der Regierung steht, im Weißen Haus sitzt und sich die Eier schaukelt, dass der es nicht rafft und nicht geschissen kriegt, endlich mal irgendwas dagegen zu tun. So, das letzte, was ich gehört habe, ist, dass er meinte, ich will meiner Bevölkerung nicht vorschreiben, dass sie eine Maske zu tragen haben. Ist der, also wirklich, der hat den Schuss nicht gehört, oder? Wirklich. Der Typ leitet ein Land, so, ne? Ein wirtschaftlich sehr, sehr wichtiges Land. Und die Kinolandschaft gehört leider Gottes auch mit dazu, so, ne? Ja. Und ich verstehe einfach nicht, warum der das nicht rafft, dass da hängen ja Arbeitsplätze dran. Viele, sehr, sehr viele Arbeitsplätze, die einfach gerade, ne, die verdienen kein Geld, so. Ja. Und in Amerika laufen ja auch so Sozialsysteme ein bisschen anders halt. Da gibt es keine Krankenversicherung und so ein Scheiß halt, ne? Und Leute verdienen halt kein Geld, so. Und der rafft das halt einfach nicht. Ich finde das so, wirklich, wie kann man so bescheuert sein einfach? Und genau das ist das Problem. Und ich. Klar, könnten die jetzt Filme rausbringen und die halt in Europa veröffentlichen, in China und so, ne, weil da die Zahlen sinken. Aber es ist leider Gottes ja nun mal so, der Amerika ist der umsatzstärkste Markt auf der Welt, was Filme angeht. Und ich kann halt die Produktionsstudios halt verstehen, dass wenn die, weiß ich nicht, einen 200-Millionen-Film drehen, dass die halt so viel wie möglich da rausschlagen wollen, so, ne? Also die denken natürlich an ihre Zahlen und wollen halt Geld rausschlagen, die denken halt wirtschaftlich, weil ich kann es halt nur mal nachvollziehen irgendwo. Aber dass es dann einfach nur daran scheitert, dass so ein Vollidiot nicht der Meinung ist, ja, es gibt kein Virus, ich spritze mir Desinfektionsmittel Ja. und so eine Schoten. Also wirklich ganz schlimm, wirklich übel. Ja, es ist halt einfach sein Land zugrunde richten, sag ich mal, Ja. und gar nicht merken, was da alles dran hängt. Wie du schon sagst, da gehen Arbeitsplätze flöten, da geht ein ganzes wirtschaftliches System in den Abgrund, Einnahmen kommen nicht mehr. Weil also, und das ist ja, was ich meine, den Teufelskreis. Klar, die Studios, das Ja. verstehe ich, die wollen halt, sag ich mal, safe sein, ne? Die haben eine 200-Millionen-Produktion und wollen halt ihren Gewinn daraus schlagen, natürlich auch. Alles verständlich. Aber sag ich mal, im Endeffekt bringen sie halt nicht raus, passiert halt auch wieder, weißt du Ja, so, also, ja. und Tenet zum Beispiel, der wurde in China gestrichen, weil er zu lang ist, ne? Also die dürfen da bloß 120 Minuten im Kino sein, Echt? so, Das wusste ich gar ja, nicht. und der geht halt 155 oder 150 Minuten und ist damit halbe Stunde zu lang und wurde aus dem Kinoprogramm gestrichen. Und deswegen ist er jetzt halt auch schlussendlich wahrscheinlich verschoben worden Weil er halt, nur in ne? Europa laufen würde. Genau. Ich meine, klar, Australien und so auch, aber Ja, aber ist halt nicht der große Markt, so, ja, ne? eben. Und ja, das ist ein Riesenproblem. Da hängt ein tierisch großer Teufelskreis drin. Egal, wo du es anpackst, irgendwas geht immer schief halt jetzt. Also, weißt du so? Und Das andere Problem ist natürlich, was natürlich dann die Gegenseite, was ich auch verstehe, klar können die wirtschaftlich denken und die Dinger immer noch weiter nach hinten schieben, aber wenn es dann immer keine Kinos mehr gibt, nehmen die auch kein Geld mehr ein, so, ne? Weil kann ja keiner mehr gucken. So. Ja, es ist ein richtig schwieriges, ekelhaftes Thema, ja. Ich finde aber, dass, ja, wie gesagt, also es gibt natürlich Hebel, die hier in Europa, bei manchen Ländern weniger, bei uns zum Beispiel, die halt sehr gut gefruchtet haben. Es gibt ja Mittel und Wege, um das einzudämmen und was dagegen zu tun, aber die werden naja. halt da drüben halt nicht gemacht. So, ne? Die gibt es halt einfach nicht. Es gibt, die finden keinen Weg und wollen vor allem keinen Weg finden, um dem irgendwie Herr zu werden, so, ne? Um das irgendwie einzudämmen. Und das verstehe ich halt nicht. Also wirklich. Und vor allem der Typ, der kommt ja aus der Wirtschaft, der hat Milliarden gescheffelt, so mit keine Ahnung, mit Firmen und bla bla, der ist stinkreich, der Mann, so, Naja. genau er müsste ja wissen, wie ein wirtschaftliches System funktioniert. Und genau das fährt er gerade an die Wand. Also, übel. Ja, das Problem ist, der kann halt nichts für den Corona-Ausbruch, aber der kann auf jeden Fall was dafür, dass es nicht besser wird halt, ne? Und Genau, ja. da nichts gegen tut. Und das ist halt einfach ein Riesenproblem, dass, wie ich sage, egal in welche Richtung man jetzt denkt,
irgendwas geht halt immer schief halt, ne? Ja, ja. Und das hängt an so vielen Sachen dran, ne? Und wie gesagt, also ich glaube persönlich, wir haben es jetzt Juli, Ende Juli, und 2020 ist gelaufen halt, ne? Ja, glaube ich auch. Das ist halt immer so. Also, und ich frage mich dann halt ehrlich gesagt, 2021, was wird kommen? Wie wird es passieren? Was wird, was für Mittel und Wege werden da vielleicht kommen? Und dann höre ich natürlich auch wieder bei Facebook oft, da ist ja Diskussion dann oft drinne, da mische ich ja dann auch mal mit, und da hieß es dann so, ja, es wird Zeit, die Filme digital zu veröffentlichen, und ich sage, ja, das ist doch aber nicht, das ist doch nicht cool. Ich meine, so wird ja das mit dem Kino auch nicht besser, ne? Halt, so werden die ja alle, sag ich mal, pleite gehen, und ja, dann schreibt einer zurück, das war sogar aus meiner Gruppe, das muss ich jetzt leider mal so sagen, und meinte da, oder der Gruppe, wo ich da drin bin, und meinte halt, man kann sich jedem recht machen. Da habe ich nicht mehr zurückgeschrieben, weil ich ja noch kein übelstes Gehör anfangen wollte, aber für mich ist es dann halt so, was hat denn das mit jedem recht machen zu tun? Das ist ja Blödsinn. Was hat denn eine Pleite von einem Kino mit jedem, man kann sich jedem recht machen zu tun? Ja, ja. Das ist ja Blödsinn. Das muss halt eine konstruktive Lösung geben dafür halt, für dieses Problem, und nicht, ich kann es nicht jedem recht machen. Das ist ja keine Aussage, ja. Also, kann ja sein, dass der ein oder andere sagt, ich brauche das Kino gar nicht, ja, aber Leute wie wir beide, wir brauchen das Kino einfach. Ich kann mir eine Welt ohne ein Kino halt nicht vorstellen. So. Ja, und dafür sind ja auch gerade große Filme, die halt opulent gedreht werden mit großen Schauwert und so, dafür sind die ja nun mal gemacht. Also, die sind halt nun mal fürs Kino gemacht, so, ne? Ja. Und da hängt ja noch ein bisschen was anderes dran. Da geht man halt mit Freunden zum Kino, kauft sich eine Karte und Popcorn und Snacks und man was zu trinken sich und so. Ne? Man schaltet mal ab, der Alltag ist weg. Genau. So. Das ist ja nicht nur Ditte halt, ne? Und da hängt so viel dran halt, ne? Vielleicht auch mal den Ruhepol finden oder sowas. Weißt du so? Einfach mal abschalten. Ja, das ist, für mich ist Kino mehr als nur einen Film gucken halt, ne? Ja, schließ doch mal alle Clubs. über ein Jahr, ja, so, ne? So, ja. Dann heulen auch die ganzen Technoten rum von wegen, hey, ich will unbedingt tanzen gehen, oder? Kannst du auch zu Hause machen. Mach doch die Mucke an, so, oder? Ja. Kannst du auch rumstampfen. Das ist ein guter Vergleich eigentlich. Ja, ist ja auch leider so, ne? Ja. Oder warum ins Fußballstadion gehen? Kannst du auf den Fernseher gucken? So, ja, genau. So. Oder warum auf ein Konzert gehen? Kannst du dir zu Hause eine CD einlegen? Ja, gibt's auch Blu-ray. Ja. Das ist halt also, ja, genau so ist es nämlich, ja. Weil es halt dann doch nochmal was anderes ist halt einfach. Und das ist für mich wieder nicht nur ein Film gucken, das ist für mich einfach mal nicht aufs Geld achten, vielleicht mal für den kurzen Moment, weißt du, so mal ein bisschen was hinschmeißen, Bierchen holen, Snacks und bla bla, mich da hinpflanzen, einfach mal gehen lassen, weißt du, so. Genau, ja, so sehe ich es auch, ja. Also Kino ist halt ein Erlebnis. Ja. So, das kannst du halt, selbst wenn du halt wirklich einen großen Fernseher hast und so, meine, haben wir Biele und mit, ich habe auch ein 5.1er Lager und den ganzen Scheiß halt zu Hause. Aber das kannst du halt nun mal nicht nachmachen. Halt, Kino ist halt immer noch was anderes. Ja. Oh. Absolut. Ja, traurig. Ja, da wie gesagt, ich bin gespannt, wie 2021 da irgendwas gehandelt wird oder geregelt wird, wenn alles. Meine, stell dir mal vor, 2021, dann werden die Filme wieder verschoben, oder ich meine, wie lange soll das Spiel weitergehen? Wie lange soll passieren? Filme, die längst fertig gedreht sind, wie A Quiet Place, der im März dieses Jahr anlaufen soll, der läuft erst im April 2021 an. Das ist ja New Mutants-Style, Alter. Ja? Ja. Weißt du, wie ich meine? Ja. So? Ja. Ja, und das Ding ist natürlich, mittlerweile planen die Studios, Disney ist ein ganz gutes Beispiel, die planen ja schon 10 Jahre im Voraus. Dann und dann kommt der Film 2028, kommt, weiß ich nicht, hier Captain America 5 so in die Kinos. Ja, ist die Trilogie, haben sie auch jetzt freigegeben, wann sie die rausbringen, die nächste. Ja, genau, also so Sachen. Und das muss ja, das hat ja Folgen, so, ne? Also das Jahr ist theoretisch, Kinolandschaft wurde einfach gestrichen, so. Und jetzt wird alles ein Jahr nach hinten gepackt. Also das ein Jahr sozusagen liegst du hinter. ja, ja. Also, ja, was ich schon meine. Ja, ja, genau. Also, ja. Ja, also schwieriges Thema und ja, ist halt traurig. Und mir tun halt die Leute leid, ne? Also gerade Leute, die halt für ein Kino arbeiten oder Kinobesitzer sind, zum Beispiel, so, ne? Auch Leute, die Filmschaffende sind, Regisseure und so, die halt vielleicht irgendwas gemacht haben, einen Film gedreht haben oder was weiß ich, keine Ahnung, und bleiben wahrscheinlich gerade auf ihren Kosten sitzen oder so. Also, das, ist halt, das Schlimme ist gerade bei Kinoketten und sowas, das Kino war ja sowieso mal so eine Schwebe, ne? Ja. Die war ja nie wirklich geldmäßig safe, halt, ja, ne, sag ich mal. Und das war ja sowieso mehr so ein, ja, so ein, keine Ahnung, so ein Nullpunkt,
So, ne? Nicht viel gewinnen und nicht viel Verlust, Ja. sondern so ein, halt nur so für die Belustigung der Zuschauer sozusagen. Also so, Ja. es war nie ein großes Geschäft, sag ich mal, ne? Hm. Ich meine, da verdienen die Filmstudios verdienen daran nichts, Ja, aber nicht die klar. Kinoketten halt, ne? Ja. Und das ist halt schade, weil du halt wirklich dann halt schon dir vorausplanen kannst. Da musst du nicht mal besonders schlau sein, um eins an eins zusammenzuzählen, um dir zu denken, okay, wenn vorher schon so eine Schwebe war, wie soll es denn jetzt erst sein? Weißt du so? Ah. Ja, das ist echt ein deprimierendes Thema, also muss man mal sagen. Gut, so, ich glaube, wir haben jetzt, ja, ich glaube, 5 Minuten hätten wir vielleicht noch, weil ich will auch nicht so negativ aus dem Podcast rausgehen. Denn ich habe wirklich viel geguckt und ich würde jetzt einfach nur ganz, ganz schnell noch einen Film abhaken, den ich gesehen habe und der mich halt auch, ja, gut bewegt hat und vor allem auch mit einem schönen Gefühl generell dem Thema Kunst gegenüber, so, ne? Was das Medium, also generell Kunst, was es bedeutet und was so vielleicht eventuell die Hintergründe sind. Muss ich jetzt vielleicht mal ein bisschen improvisieren, weil ich mir dazu keine großen Infos geschrieben habe. Und zwar geht es um Saving Mr. Banks, auch mit Tom Hanks, den ich jetzt gestern habe ich den nachgeholt. Und da geht es darum, dass Walt Disney damals, ich glaube in den 60ern, wenn ich mich nicht irre, der wollte unbedingt Mary Poppins verfilmen. Und das war damals einfach nur ja, ein Buch halt, ne? Und die Autorin wird von ihm seit 20 Jahren genervt, dass er unbedingt die Rechte halt haben will, ne? Um dieses Buch zu verfilmen. Und die Frau hat aber irgendwann auch kein Geld mehr, sondern die verkauft keine Bücher mehr und kann sich ihr Haus nicht mehr leisten und bla. Und ihr Anwalt sagt dann, Sie müssen die Rechte abtreten, so, ne? Dann geben Sie dem Mann eine Chance und fahren Sie einfach mal dahin und dann gucken Sie mal, was da wird und bla. So, und sie willigt halt ein, indem sie sagt, okay, ich darf am Drehbuch mitschreiben und ich habe überall das letzte Mitspracherecht. Egal, was die halt vom Drehbuch etc., die ganzen Filmschaffenden halt davor haben mit meinem Buch. Ich darf überall sagen, nee, machen wir nicht und so. Jedenfalls fährt er dann dahin und lernt auch die Leute kennen, die das Drehbuch schreiben, die Konzeptzeichnungen machen, die Filmmusik schreiben, etc. pp. Und ist halt wirklich bei der Konzeption des Films von Minute an bei null dabei und sagt überall, nee, will ich nicht, will ich nicht, will ich nicht, will ich nicht, alles Scheiße, kotzt mich an und Kacke und bla. Und die ganzen Leute sagen, aber das steht doch so im Buch. Das ist doch so da drin. So, ne? Und verstehen halt die Welt nicht mehr. Und ich persönlich habe dann auch da gesessen am Anfang dachte so, was ist denn mit der nicht richtig da? Also, die Sachen, das ist halt nämlich der Punkt, die Sachen, die sie halt nicht will, die sind in dem Film drin. Also in dem eigentlichen Film, den es ja auch gibt. So, ne? Es gibt ja den Mary Poppins-Film. Zum Beispiel dieses Lied, was auch jeder kennt, dieses Supercalifragilistisch, bla bla. Ja, genau, und sie sagt so, nee, was ist das für ein Quatsch? Das will ich da nicht drin, das macht keinen Sinn. So, ne? Was soll der Blödsinn? Und jedenfalls wird parallel zu der Handlung noch eine andere Geschichte erzählt, und zwar, gespielt von Colin Farrell, zieht ein Familienvater in Australien mit seinen zwei Töchtern und seiner Frau auf, ja, so ein Landhaus, würde ich es jetzt mal nennen. Und du merkst halt, okay, die Familie hat kaum Geld und er ist Alkoholiker und so. Der hat aber zu seiner größeren Tochter ein extrem gutes Verhältnis, so, ne? Und sie hat ihn so als Vorbild. Und irgendwann geht es mit dem aber wirklich den Bach runter. Und sie bringt ihm, als er dann wirklich nur noch im Bett liegt und einfach nicht mehr kann, bringt sie ihm, weil sie denkt, dass ihm das hilft, bringt sie ihm sogar noch Alkohol hin. Weil, so, ne, Alkoholflaschen und er klammert sich dann halt so dran und bla. Und irgendwann raffst du in dem Film, der ist auch schon ein bisschen älter, also wenn ich jetzt hier rumspoilere, dann tut's mir leid, aber raffst du halt, okay, die kleine Tochter ist halt die Autorin des Buches, so, ne? Und das, was witzig rüberkommt in dem Buch, ist knallhart. Eine knallharte Hintergrundgeschichte, so, ne? Und sie hat das einfach nur so als locker flockig geschrieben, um mit diesem Problem irgendwie umzugehen, so, ne? Und hat diese Figur Mary Poppins mehr oder weniger erfunden, weil diese Mary Poppins ist eigentlich die Schwester ihrer Mutter, um irgendwie so Halt darin zu haben in der Geschichte, so, ne? Und in dem Buch stirbt der Vater auch nicht, was eigentlich passiert ist, sondern der kommt halt, der überlebt halt so, ne? Und irgendwann kommt halt der Punkt, wo Walt Disney es halt schnallt. Der schnallt halt, dass sie einen anderen Namen angenommen hat und die ganze Backstory und so. Und dann sagt er zu ihr, lassen Sie doch Mr. Banks, der ihr Vater ist, dann lassen Sie ihn leben so, ne? Dann lassen Sie uns den retten, wir schreiben das Filmende um so und dann retten wir den. Weil sie haben doch bestimmt,
ihre Geschichte haben sie doch satt. So, sie wollen nicht mehr daran erinnert werden, was damals passiert ist. Dann lassen sie ihn uns in diesem Film ihren Vater retten. So, ne? Das finde ich, in dem Film hat das so übelst geil funktioniert halt. Mega geil. Tom Hanks spielt auch nicht so eine übelst große Rolle. Er wird beworben mit Emma Thompson, was die halt die Autorin spielt, die halt auch so die Hauptfigur ist. Und Tom Hanks spielt halt Walt Disney so. Aber der, ich finde für mich der entscheidende Faktor ist halt Colin Farrell, der eigentlich der Bewerbung des Films keine Rolle spielt. Ich hab null. Ich hab wirklich nicht gewusst, dass er mitspielt. Ich auch nicht. Ich hab's auch nicht gewusst, weil ja, der wird halt, weiß nicht, auf Blu-ray-Cover steht da nicht drauf, wahrscheinlich auf den Filmplakaten auch nicht, blala. Der steht ja ganz hinten, am Ende des Casts steht dann halt so End Colin Farrell. So, ne? Ganz merkwürdig, aber wie der so den übelst fürsorglichen und eigentlich auch coolen Familienvater spielt, der sich unfassbar für seine Kinder und so aufopfert und die halt über alles liebt, aber auf der anderen Seite halt ein übelster Alkoholiker ist, der mit seinen Problemen nicht mehr klarkommt, so. Und der, was halt so das Beispiel daran ist, der hält halt irgendwann eine Rede, der ist halt, arbeitet bei der Bank und hält halt besoffen eine Rede vor anderen Bankleuten und labert halt für die Kinder, die da halt vor Ort sind bei der Veranstaltung, labert halt irgendwelchen Quatsch von wegen, legst du zwei Dollar an, kriegst du Zinsen, bla bla, und labert halt irgendwelchen Blödsinn, so Kinderstyle-mäßig. Ja. Und das steht auch so in dem Buch drin und ist halt witzig. So, in dem Buch ist es halt lustig, so, ne? Ja, in Wirklichkeit. Es ist halt übelst traurig, so, ne? Weil der halt trotzdem voll ist, so. Also, wer auch so ein bisschen diese Geschichte von dem Film vielleicht und vor allem, wer sich vielleicht ein bisschen dafür interessiert, wie das Medium Kunst halt, wie diese Entstehung davon ist, weil es auch viel darum geht, wie ein Film entsteht halt, ne? Ja. Mit Storyboards und Musik schreiben und ein Drehbuch umschreiben und dann auch diese Lesung, wo sich die Darsteller treffen und das Drehbuch mal durchgehen und so, ne? Also viel Hintergrundzeug, wie so ein Film eigentlich entsteht. Dann kann man sich Saving Mr. Banks auf jeden Fall angucken und, was ich auch richtig cool finde, die haben halt Walt Disney nicht als den tollen, super, wunderkrassen Geschichtenerzähler oder Top-Produzenten da irgendwie hingestellt, sondern eben halt auch zwei, drei Macken so reingeknallt, ne? Ja. Weil ein Ding zum Beispiel, das wusste ich vorher schon, der wollte nie, dass jemand weiß, dass er raucht. Okay. Der wollte nie, dass irgendjemand seine Schwächen kennt halt, ne? Ja, ja. Und die Autorin platzt irgendwann mal in sein Büro und er sitzt halt da mit einer Kippe in der Hand und meint so, machen Sie die Tür zu, soll niemand wissen, dass ich rauche halt, ne? Also da sind schon so zwei, drei Sachen drin, die den halt auch nicht so als den Supermenschen so darstellen. Und das Ding, was ich auch glaube, dass der wirklich so war, am Anfang oder so die Hälfte des Films probiert er die wirklich nur rumzukriegen, um an die Rechte zu kommen, indem er ihr zeigt, was Disney so toll ist, so, ne? Ja. Sie kommt in ihr Hotelzimmer, was er natürlich bezahlt, und da liegen überall Mickey-Mäuse und Pluto und bla bla bla. Und die interessiert es nicht, Alter. Die interessiert sich nicht für Disney so und Plüschfiguren und so Mist. So. Die will davon nicht sehen. Dann schleift er die mit nach Disneyland. Will sie auch nicht sehen. So, ne? Also er gibt halt an mit seinem ganzen Reichtum und was er sich so aufgebaut hat. Aber es interessiert sie halt nicht. So. Aber er stützt sich halt übelst auf sein Machwerk. So, ne? Ja, finde ich ein großartiger Film, der das Medium Kunst halt super behandelt und kann man sich definitiv mal angucken. Und nicht nur für Tom Hanks-Fans. So, ne? Auch für Leute, die halt Colin Farrell mögen und halt Disney-Fans. Ja, und Disney-Fans. Naja, dann werde ich mir den wahrscheinlich auch mal geben. Also, Tom Hanks ist eigentlich immer, fast immer. Ja, fast immer. Sehenswert, ja. Ja, Greyhound hat mich so ein bisschen gebrochen, muss ich sagen. Also, ja. Na, komm auf jeden Fall, Judith. Okay, dann hätten wir Folge Nummer 12, war das jetzt, ne? Ja, Folge Nummer 12. Ja, Folge Nummer 12. Mensch, ja. Geil. Hätten wir das auch wieder geschafft. Ich bedanke mich, dass du wieder da warst. Ja, ich bedanke mich, dass ich hier sein durfte. Und wir sehen uns in zwei Wochen wieder, ne? Spotify, iTunes, bla bla. Und YouTube. Checkt euren Kanal ungeschnitten. Sofort. Jetzt. 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 Dann bis dann. Ciao. Tschüss.